Wer jetzt richtig beantwortet, kriegt Apfelschorle plus die Freundin des anderen. Frage. Du hast jetzt gerade erfahren, dass die EM in Deutschland ist im Sommer. Nein, das, nee, for real habe ich wirklich das erfahren. Das wird im Sommer nein, nein, das wusste ich nicht. Das ist das Erste, was du denkst, wenn du eine schöne Frau siehst im Club. Boah, die nervt safe. Ich gehe nicht davon aus, sondern ich frage mich, ob sie nervt. Oha, Digga. Oh, du liest schon wie mein Vater. Wir haben ein krasses Announcement. Wir gehen auf Tour, beziehungsweise die beiden. Wir sind dabei. In Berlin am 23.11. Wir freuen euch da zu sein. Eduard wird mit jedem Einzelnen ein TikTok drehen. Mit Ems Zuschauer und Ems Zuschauer. Mit Ems Zuschauer wird ein Pub-Aufsteller von mir da sein. Und ihr könnt Bilder mit dem machen. Und falls ihr euch jetzt fragt, ob es jetzt Totalschaden und After ist, das ist unsere Tour. Also meine und Djangos Tour. Falls ihr euch fragt, ob wir irgendwas abbekommen von den Einnahmen. Nein, kriegen wir nicht. Aber vielleicht kriegen wir Freigetränk an dem Abend. Am 23.11. in Berlin. Holt euch Tickets, die sind unten verlinkt. Bevor die Folge losgeht, auch noch eine Info. Wir haben die ersten 5 oder 8 Minuten, müssen das sein. War Theos Mike kurz aus? Nee, Djangos. Djangos Mike war kurz aus. Nicht so schlimm, bin eh nicht so wichtig. Wir haben Kamera-Mike, das sollte sehr gut sein, aber nach 5 Minuten ist alles wieder einwandfrei. Entweder skippt das oder hört euch kurz rein, weil es ist sehr funny, 5 Minuten. Ja, genießt die Folge, lasst 5 Sterne da und bis bald. Yogi Löw, holen uns die WM nach Hause. Yogi Löw? Wir haben gesagt, um 15 Uhr treffen wir uns hier, um aufzunehmen. Kriege ich eine Nachricht als erstes? Was? Ja, aber ich war ja auch voll verwirrt, weil auf einmal hieß es 14:30. Nee, 14:30 haben wir gesagt, sind wir hier und dann können wir anfangen aufzubauen. Ach so. Und auf einmal ist Theos Zimmer nicht mehr verfügbar. Du musst ein Video drehen, der muss eine Coop drehen, Theresa muss eine Coop drehen, die ist nicht mal im Podcast involviert gewesen. Und hier wird Geld verdienen, dieser Tücke. Hatte nicht Cenk irgendwie immer diese andere Musik-Intros? Ja, oder macht ich weiß auch nicht, warum Els. Es war okay, noch nie angefangen. Okay, fang an. Weißt du, was mit meinem Schwanz passiert, wenn ich dich sehe? Dann hebt er ab. Unvöllig losgelöst von der Erde. Warte mal, Eduard guckt so, als würde er nicht wissen, was mit diesem Song zu tun hat. Weißt du, was auch einfach was ganz anderes. Weißt du, was mit diesem Song auf sich hat? Über den Wolken. Nee, ich kenn den Song. Das ist ein deutscher Song. Also. Aber weißt du, warum der gerade im Hype ist? Nee. Wegen dem neuen Black Ops Spiel? Überlegst du gerade wirklich? Wirklich? Weißt du es nicht? Nein. Verarscht mich gerade? Warte mal. Kampfjets. Nein. Junge, Battlefield. Eduard, falls du das nicht mitbekommen hast, das ist gerade die Torhymne für Deutschland. Die Torhymne? Ja, Torkopf. Achso, wegen. Ach krass, cool. Weil im Sommer ist in Deutschland was? EM. EM, das weiß ich. In Deutschland spielt die oder was? Weißt du das erst jetzt? No way. Ja. Hier im Stadion. Türkei gegen Portugal, Signal Iduna Park in Dortmund. No also, joke. For real. For real. Du hast jetzt gerade erfahren, dass die EM in Deutschland ist im Sommer. Nein, das, nee, for real habe ich wirklich gemeint. Das wird im Sommer nein, nein, das geil nicht. Public Viewing auf jeden Fall. Ja, da kommen wir hier natürlich alle, da gucken wir alle zusammen. Wir können ins Stadion gehen. Ich hab allen euch gesagt, ey, im Sommer bei mir auf der Dachterrasse, wir gucken Fußball Public Viewing. Was nein, was wir gehen hier mit anderen Leuten. Was sollen wir zu 5 gucken? Wir sind immer zu 5. Lass doch damit ganz viele anderen noch mehr Leute ein. Ja, natürlich. Wie viele? Können wir alle zu dir? Ja, wir machen bei mir natürlich Public Viewing. Ich mache Beamer auf der Dachterrasse. Aber wenn es so hell ist, dann sieht man aber nicht gut auf dem Beamer. Nee, und dann gehen wir Public Viewing auch immer. Da ist Straße 17. Juli, das wird ja alles. Wird ja oh voll mein sein. Gott, in Deutschland, wie krank ist das? Aber cool. Es ist nur EM, ist nicht so cool wie WM. Ist doch das Gleiche. Nein. Die spielen da Fußball und das ist es. Theo? WM war immer anders. Eduard, sag mal bitte 5 Spieler von Deutschland gerade. Also, Mats Hummels. Die gestern gespielt haben. Mats Hummels. Füllkrug. Ja. So. Weil das Tor gemacht hat? Rüdiger. Ja. So, Kroos? Ja. Reus spielt nicht mehr. Nein, er spielt aber nicht mehr, weil er ist gerade nicht. Nee. Mario Götze. Auch nicht dabei. Michael Ballack. Okay. Michael. Danke fürs Mitmachen. Theo Ronaldinho, oder? Theo. Oder Ibrahimovic ist doch gerade Verteidiger. Theo freut sich immer noch auf die WM 2010 gerade. Ja. Sag mal noch Mertesacker. Junge, kennst du Florian Wirtz? Mertesacker ist auch, glaube ich, voll lange her. Kennst du Florian? Thorsten Frings spielt noch, glaube ich. Rüdi Völler, oder? Okay, Junge, seid ihr scheiße. Kennt ihr Florian Wirtz? Ja, genau, der hat auch ein Tor geschossen wegen des Tors. Der hat das schnellste Tor der deutschen DFB-Geschichte geschossen. 8 Sekunden. 8 Sekunden, ne? Krass, ne? Richtig, das fand ich richtig cool. Ja, es ist cool, wir gehen jetzt ab, wir haben einen neuen Trainer. Joachim Löw ist wieder da. Löw, was geht ab? Wir sind verwandt, lustigerweise, Löw und ich. Über extrem viele Ecken. Was wirklich? Ja. Erzähl. Über sehr viele Ecken, er und ich auch. Nee, über so sagen wir mal 5 Ecken. Ach krass. Du bist über 100 oder so. Deswegen fasst du dir auch immer irgendwie an deinen Schritt. Der hat mich auf seinen Schritt gefasst, ne? Ja, und daran gerochen. Deutschland, 20 Kameras. Als ob du das waren nicht machst mal. Also ich filme mich immer dabei, ja, aber ich veröffentliche das nicht. Ich glaube, Deutschland wird sich diese EM wieder was aussuchen, über die wir uns aufregen können. So bei WM, was war es, 2014 war es dieses Eierjucken. Dann war es 2018, dass Mesut Özil nicht die Nationalhymne gesungen hat.
Danach war es die Regenbogenbinde 2022. Was wird dieses Jahr? Vorschläge? Merkt ihr aber, je älter ihr werdet, desto mehr macht euch über Sachen aufregen auch Spaß. Manchmal ist es richtig nervig. Manchmal ist man so richtig angewidert davon. Man denkt so, boah, kein Bock mehr auf so Negativität. Wenn man dann so gerade mit Leuten abhängt, die irgendwie lästern wollen oder so, dann hat man keinen Bock mehr auf die. Ja. Aber dann manchmal einfach so über Straßenverkehr. So Leute, die dumm fahren. Ja. Oder Leute, die beim Lasertag zum Beispiel sich blöd verhalten. Also die nicht wir beim Lasertag, sondern die Besitzer da, wenn die... Das hat so genervt, der wurde todesgenervt, oder? Hat er? Warum? Findest du nicht? Ich hab's zwar mitbekommen bei euch. Warum aber? Dass er immer neue Spiele, Spiele vorgeschlagen. Wir haben eine Stunde gebucht und dann will er da irgendwie uns neue Regeln erklären. Die und Mädels haben gerade schießen gelernt. Was sollen wir da Capture the Flag spielen irgendwie? Und dann im komplett Dunkeln auch noch. Dylan hatte eine OP am Finger und der Typ, der uns praktisch eingewiesen hat, hat Dylan auch noch den Verband gegeben und er hat sogar Dylan gefragt, was passiert ist. Ja. Dylan hat den beiden halt so eine kurze Intro da gegeben und dann schlägt er mittendrin einfach vor, komplett dunkel zu machen und wir leuchten nicht mehr, damit wir dann am besten, und vorher warnt er uns noch, dass wir voll leicht gegeneinander knallen können, weil es ja so dunkel ist, und dann will er noch dunkler machen. Voll coole Idee. Und dann muss ich auch noch sagen, so, nee, mit dem Kollegen hier vorne wäre das keine gute Idee, der darf nicht irgendwo gegenstoßen, und dann guckt er auch noch so, überlegt erstmal. Und das ist echt teuer. Und ich habe mit seinem Lasertag Plus gemacht, weil ich habe das natürlich gevloggt, habe das drauf. Ja, mit dir haben wir übrigens eine kleine Abrechnung Freundin, zu machen, mein Lieber. Warum? Weil du meine Freundin das erste Mal... Och, nein, das stimmt nicht. Erstens, ich habe sie gefragt, ich habe ihr geschrieben. Zweitens... Schreibst du mit seiner Freundin? Hat ja auch... Mir schreibt sie nicht zurück. Ich hab extra nachgefragt. Und auch war es, du hast sie ja schon mehrmals gezeigt, Django auch. Und drum wusste ich, dass das okay ist, sie im Video zu haben. Aber eben habe ich extra nicht ihren Namen gesagt, damit man sie nicht... Ich habe gesagt, Eduards Freundin. So, genau. Wenn die bei mir mal ein Video mit drin war, da habe ich das nicht... Da hatte man ja das irgendwie eine, die dabei ist. Aber du hast jetzt, weiß ganze Welt, das Eduards Freundin. Ja, du schuldest uns das Geld. Gut Views gemacht. Meine Vlogs scheißen gerade rein, nur deine, weil... Aber es ist wieder aufregend. Ich muss auch jetzt meine Freundin zeigen. Ja, vielleicht musst du auch deine Freundin das zeigen. Das Video hat nicht die Views bekommen, weil ich einmal dann kurz deine Freundin gezeigt habe. Ja, dann aber wegen meinem Geburtstag. Also irgendwas ist es ja gewesen, oder nicht? Ja, weil der Vlogs ist leider immer abhängig von dem, was da gerade passiert. Ja, halt, ne? Ja, hast du ein Video gestern gemacht? Gestern? Ja. Nee, ich bin fertig mit Vlogs. Er hat einmal Vlog hochgeladen, der schlecht performt. Er macht keine Vlogs mehr von Eduard. Eduard, come on. Obwohl gerade aber bei Eduards Videos sind. Ich war letztens auf Eduards Account. Und dann dachte ich mir... Und dann hat sie gesagt... Und er lädt ja nicht viel hoch. Und dann dachte ich, ich kann ja mal kurz bis da unten scrollen. Und das habe ich dann auch in 40, 50 Sekunden geschafft. Warst du ganz unten, ne? Bis am Anfang seiner Karriere. Oh, doch, das ist kein Spaß. Sein allererstes Video ist wirklich echt krass, wie kurz es geht. Wusstet ihr, was Eduard früher so für Videos gemacht hat? Ja, ich folge dem seitdem. Alter, ich habe lange nicht mehr so gelacht. Du hast ja den lustigsten Humor gehabt. Ich wusste ja, aber der war ein bisschen, kannst du halt nicht gut vermarkten. Ich habe mal 4 Videos rausgesucht. Oh nein. Doch. Alter, zu nein. Aber boah, ich weiß nicht, ob wir das zeigen können. Das ist doch online noch, Eduard. Oh, Online-Idiot. Ja, aber Friends gucken sich das hier nicht an. Ja, wir zeigen es, wir können es ja rausschauen. Ja, okay, ich finde es nicht schlimm, aber es ist lustig. Ja, mach, mach. Okay. Okay, ich kenne die alle, die Videos. Ich habe ihn deswegen geholt. Okay. Was ist das bitte für eine Doppelmoral? Wenn ein attraktiver Typ ein Mädchen Kompliment gibt, dann ist er süß und er ist am Flirten. Aber wenn ein unattraktiver Typ ein Kompliment gibt, dann ist er direkt ein Creep und es ist ekelhaft und er kriegt eine Anzeige. Kann mir jemand bitte diese Logik erklären? Jo, was geht? Ich bin Eduard und ich wurde wegen sexueller Belästigung von Holy fuck! So lustig ist es jetzt auch nicht. Doch, du hast geil. Junge, das ist top. Ich hab mich kaputt gelacht, Alter. Junge, das ist Prime Humor. Das ist halt wirklich einfach 15-jähriger Humor. Nein, das ist perfekt. Mein Kumpel hat mich letztens gefragt, Eduard, Blowjobs oder Sex? Wenn du auf eins für immer verzichten müsstest, was wär's? Ich hab nur gesagt, was ist das für ein komischer Vergleich? Entweder ich kann nicht richtig laufen oder ich hab immer Kieferschmerzen. Ich hab immer noch nicht ganz verstanden, warum er mir dann die Freundschaft gekündigt hat. Jedenfalls kann ich auf beides gut verzichten. Ja, Django ist so nervig, dieser ganzen Gleichberechtigungsbewegung, der man immer noch für die meisten Dates bezahlen muss. Können wir das im Jahr 2020 nicht mittlerweile normalisieren, dass die Frau mal auf ihren Nacken ausgibt? Die Frauen wollen nicht überall Gleichberechtigung, außer in den Rechnungen.
Yo, was geht? Ich bin Eduard und ich habe all mein Geld im Casino verloren. Ich finde das so scheiße, ne? Ja, Junge, das ist funny, top funny, Alter. Ein noch. Oh, ich finde das so süß, wenn meine Freundin mir meinen Pulli wiederbringt und der komplett nach ihr riecht. Dann würde ich am liebsten direkt in die Wäsche mit diesem Scheiß. Nee, Bruder, es sind freie Zone hier. Zieh dir mal diesen Wurf rein mit einem Fußball, Digga. Ich bin anders gebaut. Digga, wie lässig, Bro. Das ist so crazy, Digga. Welches Datum ist da? Welches Jahr war das? Das war 2020, oder? Ja. September 2020. Ey, du hast keinen Content gemacht, Mann. Ey, nee, das ist so plump, Digga. Es ist so, so schwach auch. Es ist so gar nicht kreativ, habe ich das Gefühl. Ja, was geht für Eduard? Hast du das daily gemacht damals? Nee, ich habe nur eine kurze Zeit lang daily gemacht, als mein Management mich das erste Mal so aufgenommen hat. Da war ich ja noch voll klein. Mhm. Ich finde die geil. Bring die wieder. Wir haben gestern meinen Geburtstag gefeiert. Wir haben gepicknickt im Park, es war super cool. Dann hatte mein kleiner Bruder Fußball dabei. Und dann haben so ein paar Jungs gekickt irgendwie. Ihr wart zum Glück alle nicht involviert. Doch, er war involviert. Juli hat mitgemacht. So, und dann ist einmal der Ball auf Dylans Rücken, hat mich schon genervt. Und dann ist der Ball einmal in den Donut reingeflogen, mitten auf die Picknickdecke. Und ich hatte so ein Gefühl in mir drin, wie... Ich kann mir vorstellen, dass wenn ich ein Opa bin, dann nehme ich mir den Ball und steche einfach ein Messer rein. Und dann schmeiße ich dem Kind das ins Gesicht und bin so, das hier habt ihr mal einen Ball zurück, Mann. Das meine ich, je älter man wird. Ja, man so eine Frisbee-Scheibe, ich würde die zerbrechen einfach, wenn früher die auf den Grundstück fliegt. Früher wäre man Team Fußball gewesen, so, lass uns doch spielen. Ja. Aber jetzt? Vor allem, damals, kennt ihr das noch so, bei mir dann auch immer in der Nachbarschaft, wir haben damals jeden Tag wirklich, egal wie das Wetter auch war, Fußball gespielt. Und wir hatten so Häuser, nicht nur im ersten Stock, sondern noch wirklich da noch so am Boden waren, so Fenster und so. Und da sind immer Bälle dann dagegen geknallt. Und die haben sich dann so aufgeregt. Und wir waren halt natürlich so als Kinder dann, die da selber Fußball gespielt lustig haben. Lustig und so. Digga, halt mal dein Maul. Lass uns mal in Ruhe. Was sind das für Hexen alles? Aber mittlerweile, wenn ich mir vorstelle, dass jeden Tag ein scheiß Ball gegen mein Fenster knallt, ich würde ausrasten. Ich würde wirklich diesen Ball nehmen und ihn einfach zerstechen. Ich würde ihn auch zerstechen. Und ich glaube, ich frage mich dann aber, ob das so ein Ding ist mit Erwachsensein, weil ich habe auch das Gefühl, je älter und älter man wird, desto mehr versteht man, wie sinnlos alles ist und wie gruselig der Erwachsensein ist und das Verantwortung ist haben. Und dementsprechend ein bisschen Frust auslassen ist halt super wichtig. Ja. Aber er hat schon Teil recht, wo er meint, dass älter werden gar nicht so cool ist, wie man denkt. Man denkt, älter werden ist voll cool, aber Bruder, das ist schon echt scheiße. Es ist schon super anstrengend. Du wirst so mit Problemen so zugetextet, von denen du nicht wusstest, dass es später ein Problem wird. Jeder sagt jetzt in der Runde rum eine Sache, die nervt am Älterwerden. Okay, Rückenschmerzen. Ich habe richtig Rückenschmerzen. Ja. Ja, aber das ist bei dir einfach. Hm. Also du bist ja noch relativ jung. Ja, sag nur eine Sache. Vom Football. Ja, ich habe Rückenschmerzen. Post, weil Post ist ab 21 nie cool. Es sind immer Rechnungen, irgendeine Mahnung, eine Buße, die du kassiert hast oder irgendwas, was du komplett vergessen hast von irgendwie, du musst einen Fragebogen ausfüllen und dann kriegst du noch einen Fragebogen nach Hause geschickt, musst den zurückschicken, weil du irgendeine Aussage machen musst wegen irgendeiner Anzeige oder so. Ich werde so viel geblitzt. Das ist so scheiß nervig. Ja, safe. Gelbe Briefe. Ja, Briefe mittlerweile generell richtig scary zu bekommen, finde ich. Du musst eins sagen? Verantwortung. Für was? Allgemein halt, ganz viel. Immer mehr musst du dich um alles kümmern und so. Und dein Leben früher musst du einfach chillen, einfach atmen. Ja. Mm. Manchmal ist es mir schon zu anstrengend, mich um Essen zu kümmern. Ich bin schon so genervt, Mittagessen. Essen ist so scheiße. Man muss trinken, man muss kacken, man muss dann mal duschen. Da muss man sein Bett neu beziehen, da muss man seine Wäsche waschen, da muss man die wieder aufhängen. Und irgendwie fängt das alles an. Wäsche ist ja auch so eine Scheiße. Die wird nicht weniger einfach. Habe ich auch so ein Infinity Loop gemacht. Ja, ja. Es wird einfach mehr. Ich habe aber ein Lifehack gefunden. Einfach Deo raufsprühen. Einfach nicht mehr waschen. Bei mir hat das angefangen, ich habe Spaß daran gefunden. Wie denn? Was denn? An sauber machen, an Ordnung und so. Ja, geht so, Bro. Weil für mich fühlt sich das an. Weiß nicht. Weil ich kann das nicht. Hä, Bro. Ich mach Step by Step. Außerdem, das meiste ist gerade von euch. Nein, Außerdem, lass mich doch Step by Step machen, Digga. Auch im Norden. Edu liebt aufräumen, weil er halt in Slow-Mo macht. Ja, ich hab Spaß, aber ich habe ja nicht unendlich Ausdauer. Ich muss ja auch mal nappen zwischendurch, Digga. So 10 Minuten aufräumen. So, jetzt erstmal 3 Tage nappen. Ich glaube einfach, deswegen, ich finde es auch so assi von unseren Eltern, dass die uns alle so krass gegaslightet haben, als wären die von Anfang an super ordentlich gewesen. Und als würden die nicht nachvollziehen, weshalb wir unsere Zimmer damals unordentlich hatten. Bis ich dann selber jetzt erwachsen geworden bin und sowohl meine Mom
als auch mein Dad, meine Tante, jeder sagt mir, ja, als ich so in deinem Alter war, konnte ich Ordnung auch irgendwie nicht halten. Das kam erst später. Hm. Warum hast du mir das nicht damals gesagt, bevor du mich angeschrien hast, warum ich mein Zimmer nicht ordentlich halten kann? Ja, weil die angeschrien wurden, als sie ihr Zimmer nicht ordentlich halten. Ja, genau, und die wollen einfach nur aus. Und so gehen wir unsere Traumata einfach weiter. Ja, genau, und dann denke ich mir so, wenn ich mir vorstelle, meine Kinder dann zu haben, ich denke dann über all die Sachen nach, wie ich es anders machen würde. Und du machst es wahrscheinlich genau gleich. Nee, safe nicht. Das hat bestimmt deine Eltern auch schon gesagt, in einem Podcast. Ja, auch in einem Podcast. Damals, ja. 1980. Ja, mein Dad, safe. Der würde nämlich auch sagen, der sagt, der hat so viel Cooles gemacht. Der war im Fernsehen wegen Biathlon, der war Profiboxer in der Sowjetunion. Und der würde dann auch einfach nur so, um sich weiter cool zu halten, erzählen, ja, ich war immer im Radio und so, hab über alles geredet. Voll geil. Wir müssen Sidequests, sagen wir schon. Aber zu deinem Geburtstag nochmal, weil wir haben da uns einen Park gesetzt und irgendwie, glaube ich, Leute stellen sich im Park Picknicken viel chilliger vor, als es wirklich ist. Mhm. Nee, es ist halt einfach März noch, es ist halt voll kalt und nass irgendwie. Ja, das war eine richtig gute Idee. Weil, also erstmal auf dem Boden sitzen, ab 25 ist auch irgendwann scheiße. Du saßt ja nicht auf dem Boden, wäre eine gute Idee. Wir haben ja eine richtig schlaue Idee gehabt. Wir haben uns einen Bauzaun geholt. Wir haben uns einen Bauzaun geholt. Heißt das so? Bauzaun, ja. Okay, wir haben uns die geholt und dann haben wir noch eine Absperrung auch abgebaut und haben die da drauf gelegt und hatten eine VIP-Loge. Lass doch einfach. Ja, aber du musst einfach. Doch nicht bewegen. Das ist nicht warum, das, warum machst du so noch? Ja, Leute hören das auch, die sehen das dann nicht. Lass doch. Entweder du hältst nur. Okay, ich halt. Okay, halt. Warum darf ich nicht so einen Daumen machen? Nein, das ist voll. Warum kann ich nicht da sitzen? Ich hätte gerne einen Daumen von dir irgendwo an mir oder wo oder in dir. Ja, lass Plätze jetzt tauschen, auf Verwirrung. Wobei, wir haben ja letzte Woche eine Podcast-Folge mit Chanel aufgenommen, da haben wir kurz über dich geredet und dass du jetzt eine Freundin hast. Stimmt. Und da gab's auch top, war ja auch Top-Kommentar, warum vernachlässigst du deinen zweiten Podcast? Das hat der Top-Kommi. So. Jetzt darfst du gerne mal was dazu sagen. Okay. Ja, wird doch mal Zeit, euch hier endlich abzusägen. Wir haben tatsächlich jetzt auch einen sehr erfolgreichen Podcast, Edo und ich. Mhm. Und deswegen, also wenn ihr mal einen richtig guten Podcast hören wollt, dann schaltet bei Totalschaden ein. Da sitzen wir im Auto und reden über interessante Themen. Und außerdem, glaube ich, also, ihr hattet, so, jetzt fange ich an. Du hast hier am ist Anfang, ein gutes Argument gefunden. So, du hast am Anfang des Jahres gesagt, lass einmal im Monat eine Stammtischfolge aufnehmen. Und es ist März und wir haben. Nee, einmal alle paar Monate. Nee, du hast gesagt, einmal. Nein, wir können nicht alle einmal im Monat. Du hast gesagt, so richtig, lass mal oft. Wir machen auf jeden Fall oft. Ja, machen wir. Und dann hast du uns eingeladen, dass wir Live-Podcast-Tour kommen. Können wir gleich mal was dazu sagen? Jetzt, ja, das und ich sag mal ganz erklären. Kurz. Ich sag mal ganz kurz, wie du es gesagt hast. Yo, unsere Gäste haben abgesagt für Berlin. Wir hatten da eigentlich ein paar Stars, aber ja, ihr könnt ja dann auch kommen. Ich distanziere mich von solchen Aussagen. Vorher hat Julie Pohl hat vorher zu mir gesagt, ja, ihr könnt ja dann irgendwie Chemnitz oder irgendwie so eine Scheißstadt haben. Chemnitz war nie auf der. Weißt du, warum wir in Berlin kommen? Weil ihr wisst, dass Eduard sich nicht 100 Kilometer von Berlin entfernen wird. Ja. Der schafft das. Ja, und das aber ihr könnt doch einfach, ihr könnt aber einfach ich sagen, das lieb, dass ihr Rücksicht auf mich nehmt. Ja, genau, das ist ja das Ding. Ja, aber sagt doch einfach hier, wir kriegen die coolste Stadt. Ihr habt die meisten Klicks habt ihr bestimmt mit Eduard und mir gesammelt. Nee, ich doch. Insgesamt von allen dabei. Wir haben 7 Podcasts aufgenommen. Du hast die meisten Klicks insgesamt. Die meisten Klicks sind mit mir. Okay. Ich euch auch. Von Gästen, der will. Ich mach keinen Streit. Nee, ist von Flo auf jeden Fall. Guck mal, das ist by the way gerade auch. Ich war da mit Flo dabei im Podcast. Ja, auch das zählt nicht. Doch. Ja, okay, dann ist halt so, wie du das so sagst. Aber das ist gerade eine Facette davon, dass Theo auch einfach älter wird und einfach unnötig Stress anfängt. Ja, ich schwöre. Ich glaube, wir wollen nur ablenken, weil eigentlich wollte ich ja auf das mit seiner Freundin hinaus und so, weil das ist der Clip, dass wir über dich und Theresa geredet haben letzten Podcast. Wie viel Geld habt ihr mit dem verdient, mit dem Clip? Ist, das schuldet dir Theo. Das gehört mir jetzt. Damit gehe ich irgendwie lecker essen mit der. 100 Euro safe. Ja, kannst du mal erzählen, wie kam das denn auch? Wieso hast du auf einmal noch Freundin gehabt? Weil noch im Frühling hieß es, Judy, du darfst auf jeden Fall keine Freundin haben, denn wir müssen im Sommer auf Festivals gehen. Das genau. Hat er mir und jetzt verboten. Werde ich mit meiner Freundin auf Festivals gehen. Stimmt's? Ja. Eduard und ich sind beide vergeben. Also erklär mal, wie es passiert. Aber für mich ist cool, weil jetzt wird mich Theo auf Festivals nicht die ganze Zeit alleine lassen. Das stimmt. Ja. Ja, ich habe mich, genau, verliebt dann. Wahnsinn. Und dann ist zusammengekommen. Das ist schön. Noch mehr Infos als das. Nee, ich habe mir noch nicht so viel Gedanken gemacht, außer von zu Sounds tanzen, was ich da irgendwie jetzt online zu sagen will. Okay. Zu Sounds tanzen? Wie? Ja, wir machen ja TikTok zusammen, Theresa und ich. Ja, aber darüber musste ich heute sogar auch noch nachdenken, weil wegen Julies Video habe ich so drüber nachgedacht. Meine Freundin und ich haben dann auch drüber gesprochen, jetzt nochmal, wegen, ob man sie sieht oder nicht, was sie jetzt drüber denkt. Sie meint so jetzt im Endeffekt, hat sie nochmal länger drüber nachgedacht, ist ihr dann eigentlich egal? Dann habe ich selber drüber nachgedacht, auch wegen dieser ganzen Jindawi-Sache dann. Klar, mit Kindern ist immer was anderes, aber halt Leute in deinem engsten Kreis, die eigentlich nichts mit Social Media zu tun haben,
viel ins Internet zu packen. Was das für Implikationen mit sich bringt, ist das vernünftig, was sind die Vor- und Nachteile davon. Und es ist ja dann auch schön, manchmal will man es ja, wenn du gerade in einer Beziehung bist, bestimmte Sachen dann nur mit seinem Partner teilt, die dann lustig sind, wo man mit seinem Partner halt nur unterwegs ist. Und dann denkt man sich manchmal, ja, kann ich jetzt aber nicht so wirklich filmen alles und nicht ins Internet, mit dem Internet teilen, weil mein Partner und ich uns dazu entschieden haben, sie nicht zu zeigen. Und dann bringt das halt so Komplikationen einfach mit sich, habe ich dann gemerkt. Und deswegen fand ich das so krass, irgendwie von euch beiden von Anfang an, obwohl ihr noch ziemlich weit davon entfernt wart, ansatzweise irgendwie darüber nachzudenken, in einer Beziehung zu sein, habt ihr sofort so viele Videos miteinander gemacht. Entweder hast du Kopfschmerzen währenddessen oder danach. Ja. Ich habe mich für, wir trennen uns einfach nie entschieden. Währenddessen, er das alles erzählt, blenden wir im Greenscreen einfach Bilder von Theo und Theresa die ganze Zeit ein. Einfach TikToks, wie Bilder die ganze Zeit. Durchgehen. Einfach die sollen so von rechts nach links schwenken die ganze Zeit. So ja, schöne schon Bilder. Interessant auf jeden Fall, weil sich das sozusagen, ich dachte immer irgendwie, vielleicht so ein Teenager denken, dass man sich sozusagen in der ersten Sekunde sofort verliebt und dann ist es so. Aber das hat sich wie mehr aufgebaut irgendwie, das ist voll schön irgendwie. Mega. Ja, ja bei mir und meine Freundin auf jeden Fall auch. Ja. Ist voll schön, wenn sich das so langsam aufbaut und dann ab so einem bestimmten Punkt weiß man so, so jetzt bin ich glaube ich verknallt so. Und jetzt ist schön, wir fahren viel in Urlaub zusammen. Zum Beispiel wir beide fahren. Du weißt, du hast noch einen Flug von mir, ne? Ich habe die umgebucht. Wir waren letztes Jahr mal nach Ibiza gebucht. Ich habe die jetzt umgeschoben für Malle-Opening. Oh Fall. Gott, ich dachte, wir fahren nach Ibiza. Nee, ich gehe doch nicht zum. Wann ist denn Malle-Opening? Ende April, ne? Boah, also da ist kannst du den zu mir nehmen? Du kannst den, ich kann den nicht übergeben. Den musst du entweder wahrnehmen, weil ich gehe da hin auf jeden Fall. Und wir können den nur zusammen buchen. Ich mache dann einfach einen schönen Urlaub auf Mallorca in der Zeit. Kannst mit meiner Freundin. Okay, krass. Ich wünsch dir alles Glück der Welt für euch. Danke dir. Ist am Anfang, glaube ich, immer so, aber dass man ein bisschen... Hast du dir nicht Gedanken darüber gemacht? Du postest die ganze Zeit bis zu dem Zeitpunkt, ihr datet euch 6 Monate, ihr habt schon voll viele Videos gepostet, zum Teil sind viele davon viral gegangen und so. Relativ viele Leute, Hunderttausende gehen davon aus, dass ihr zusammen seid. Ihr seid sehr eng auch miteinander, macht Jokes, dass ihr zusammen seid. Und dann sagen wir mal, aus irgendeinem Grund trennt ihr euch, es geht nicht mehr, ihr wollt nichts mehr voneinander wissen. Ja, dann ist super scheiße. Und dann 3 Monate später aber, oder 5 Monate später, bist du mit einer anderen zusammen. Ganz schwierige Situation, aber melde dich dann nochmal. Genau, weil du kannst ja dann nicht dann irgendwie... Da können wir uns nochmal an den Tisch setzen. Du kannst ja nicht 30 Videos oder so löschen. So. Er hat schon recht. Ja, ja, ist schon, ja. Also hast du aber währenddessen darüber nachgedacht? Habe ich darüber nachgedacht schon, nein. Das ist auch in Ordnung. Das ist die Antwort. Er wollte das ja die ganze Zeit. Ich finde das voll in Ordnung. Du bist einfach so in Love, ein bisschen blind vor Liebe und dann macht man einfach und das fühlt sich alles richtig an. Ja, da war er gut an. Blind vor Liebe da am Anfang, als er sich kennengelernt hat. Ja, der verliebt sich schon schnell. Oder du warst direkt in Love. Nein, der war ja eben nicht verliebt am Anfang. Doch, guck. Auch ein bisschen irgendwie. Zählt aber auch. Ich habe mich nur sehr gewehrt gegen. Du fandst sie ja super cool, du warst verknallt, aber du. Ich habe mich sehr gewehrt vor Beziehung auf jeden Fall. Ja, ja. Zum Beispiel habe ich hier Schmuck mitgebracht aus Bali. Ich habe sonst niemandem was mitgebracht aus Bali. Das zeigt schon was, ja. So. Zählt es aber auch, also so hier übrigens viele Crushes haben auch. Habe ich zum Geburtstag. Ein Knutschfleck oder was? Habe ich von zum Geburtstag bekommen von Theresa. Das ist ein Puzzlestück und sie hat das andere. Schön, ne? Das wäre es. Oh Mann, nein. Sie gibt so jemand anderem das andere Teil. Also ich. Was wolltest du sagen, gerade viele Crushes? Ob das ähnlich ist zu vergleichen mit, dass man ganz viele Crushes an einem Abend hat. Könnt ihr das, an falls wir uns trennen, wieder rausschneiden? Alles übrigens. Was meinst du, Julie? Hey, Lukas, ich wünsche dir auch nur, das von allen gesagt, ich wünsche dir das Beste aller Zeiten. Danke dir. Aber wenn es wirklich mal passieren könnte, dass ihr nicht mehr zusammen seid, dann kannst du das rausschneiden. Dann werden wir das alles so ehrenlos zusammenschneiden mit so trauriger Violine. Das ist schon frech, aber. Das ist recht gemein. Nein. Deswegen trennen wir uns. Nein, kommt drauf an, wie lange danach. Okay, was zusammengeschnitten. Wir trennen uns nämlich. Aber was meinst du? Und das wird sich für die nächsten 100 Jahre auch nicht ändern. Hey, aber er hat das nicht gecheckt. Juli, was laberst du? Hä? Mehrere Crushes an einem Abend haben? Was soll das bedeuten? Warst du noch nie an einem Abend irgendwie feiern und dann hast du gedacht, okay, die gerade, die Blondine, die gerade reingelaufen ist, boah. Erstmal steht er schon mal nicht auf Blondinen. Ja. Ja, aber also eigentlich ist mir, ich habe zwar eine Tendenz, aber. Okay, dann mach weiter deine Hypothese. Finde ich immer gut. Nee, ich glaube, die Leute werden das verstehen, dass man einfach an mehr an einem Abend sich direkt mehrmals nicht verliebt, aber vercrushed, dass es so schnell hin und her geht. Nee, ich bin, also zumindest seit ein paar Jahren oder so, bin ich wirklich so, auch wenn ich jemanden richtig attraktiv finde, optisch, nehme ich das natürlich wahr, so, boah, die ist richtig hübsch, aber dann denke ich mir so,
boah, die ist bestimmt richtig anstrengend in einer Beziehung oder so. Das ist das Erste, was du denkst, wenn du eine schöne Frau siehst im Club. Nee, oder nicht, ich gehe nicht davon aus. Boah, die nervt safe. Ich gehe nicht davon aus, sondern ich frage mich, ob sie nervt. Ich frage mich, oh, ist sie ehrlich in einer Beziehung? Der denkt so andere Sachen als andere Typen im Club. Alle machen Party, trinken und so, boah, ist sie wohl ehrlich? Ist sie wohl loyal? Kann man der wohl vertrauen? Sind Mädchen, die treu aussehen, auch wirklich treu? Was sind so Merkmale? Was sind so Merkmale, wo du sagen wirst, das ist eine Person, die treu ist? Braune Haare, braune Augen. Wir hatten so eine gute Frage, Punkt net. Ja, ja, irgendwie schon, ne? Aber ja, das steht, das war jetzt nicht dahinter. Von mir, das war jetzt, nein, nicht von mir. Ja. Boah, aber gute Frage, weil manchmal, jeder kennt das halt. Also jede einzelne Person auf der Welt macht es ja wirklich auf Charaktereigenschaften schließen anhand des Aussehens. Auch wenn es ja oft voll, komplett blöd das ist. Stimmt. Und jeder schon genug Situationen erlebt hat, wo man komplett disproved wurde, also es sich als anders herausgestellt hat. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, wenn jemand reich aussieht, dann vertraue ich denen weniger. Ah, ich vertraue denen mehr, glaube ich. Wirklich? Verrückt. Schöne Menschen werden als intelligenter wahrgenommen, statistisch. Hä, echt? Ja, so rum. Ich dachte auch andersrum. Alles, so rum, jede Eigenschaft wird alles wahrgenommen. Wenn jemand schön ist, dann wird alles positiver eingeschätzt. Okay. Julie gerade voll enttäuscht, oder was? Ich überlege gerade. Fuck, Alter. Was überlegst du? Ob du schön bist? Ich überlege gerade, wie ich ja früher ausgesehen habe. Oh, das können wir ja reinschneiden. Davon habe ich auch noch ein Bild. Oh. Das wurde mir mal geschickt. Von dir, glaube ich. Zeig. Oder von Django. Ja, meinst du, oh, mein, ja, LinkedIn-Bild, ne? Irgendjemand hatte irgendwann letzte Zeit mal mein LinkedIn-Bild gehabt. Nee, ein ganz, ganz altes. Ich glaube, das ist zugeschickt, wo du deine Justin Bieber-Frisur hattest. Ja, das poste ich immer wieder, wenn ich zu Hause bin. Ja. Ich habe mich einfach gefragt, wie ich früher ausgesehen habe. Das wurde in die Gruppe, glaube ich, geschickt. Stammtisch. Warum sitze ich nicht da? Ich will auch mit Django hier ein bisschen rum. Aber der flirtet die ganze Zeit. Ich liebe Eduard. Ich habe seine alten Videos alle durchgeguckt. Der ist geil. Ich hätte jede Nacht zum Einschlafen. Solange deine Hände bei dir bleiben, ist alles gut. Ich habe es vergessen zu erwähnen. Ja, Theo und Eduard sind dabei auf der Podcast-Live-Tour in Berlin. Du hast es nur kurz angeschnitten. So. Ihr seid dabei. Ja. Ihr dürft dabei sein. Also Eduard ist dabei, wenn es relativ bisschen was später ist. Ja. Nicht so früh. Und ich bin dabei, wenn ich nicht gerade auf Bali chill oder so. So, und jetzt kommt meine Antwort dazu, zu deiner ganzen Anschuldigung von vorhin. Wir haben gedacht, dass es in Wien keine coolen Leute gibt. Oder zum Beispiel in Zürich keine coolen Leute gibt. Und darum wollten wir euch dahin mitnehmen. Weil ihr die einzigen Freunde von uns wärt, die sowas machen würden, so eine Reise. Weil es doch witzig wäre. Ja, ist nicht so schlecht, die Erklärung. Und in Berlin gibt es halt sehr viele Leute, die potenziell Gäste sein könnten, die man aber vielleicht nicht auf so eine Reise mitnehmen könnte. Darum dachten wir euch, wir nehmen euch eher zu so einem Stopp mit. Aber da dachten wir jetzt, okay, wir haben ja nur noch 4 Stopps. Dann machen wir die Stammtischfolge in Berlin, weil sonst woanders würde es keinen Sinn machen. Hm. Und damit auch Eduard, haben wir auch erfahren dann, nee, er wird auf jeden Fall die Reise nicht mit uns mitmachen nach Wien. Sondern nur Theo. Ich war noch nie in Wien. Das ist echt eine richtig schöne Stadt. Das würde ich schon gerne mal sehen. Frage, könnten wir unsere Freundinnen dann mitnehmen? Ja, das wollte ich gerade nämlich sagen. Das wollt ihr dann wahrscheinlich, eure Freundinnen mitnehmen. Ja, schon schön in Wien, schon, ja, klar. Wien ist schon eine schöne Stadt. Wir haben auch, der Prater. Es wurde auch sogar ein Kommentar davon unter dem Video, war übrigens, ob du mit Theresa mal kommen würdest. Würdest du das tun? Ja, die wurde ganz schön gehatet damals, als sie bei mir im Podcast war. Aber warum? Was? Nein. Doch? Wegen Mathilda vielleicht? Nee, weil sie ja ein bisschen unsympathisch rüberkam, weil es erstmal, dass sie lange geredet hat im Podcast. Vielleicht lag es ja an dir oder so. Ja, kann auch sein. Wieso, wegen Mathilda? Nee, irgendwas war doch da, das sind Clips vom Podcast ja viral gegangen, weil sie Mathilda so ähnlich sieht. Abstimmung unter dem Podcast, Mathilda oder Theresa? Einfach mal abstimmen. Ja, so gemein. Ja, ich komme mir vor. Nee, dann mach, sei lieb und sag, ob die, mach mal eine Abstimmung, ob Theo mit Theresa nochmal kommen soll. Ja, genau, also ich komme gerne mit der. Machen wir. Okay. Also ich würde auch nach Wien. Ja, jetzt gibt's kein Wien mehr. Ach so. Jetzt bist du der Berlin. Aber wir können auch einfach mal so nach Wien. Wir können auch kommen, wir machen einen Trip nach Wien mit oder ohne Freundinnen. Aber für euch, ihr müsst die Tickets, sind jetzt hier unten verlinkt in der Bio, Tickets für Berlin 23.11. Ein Ticket kostet 140 Euro. Das stimmt nicht. Sag doch, was kostet. Gibt es so Loge und Parkett und sowas? Nee. Ich weiß nicht, mit Gebühren und so müsste muss man stehen? 34. So VIP-Platz mit Drinks und so. Und der Fotosession danach mit uns. Fotosession gibt es von allen, überall, auf jeder Stadt. Boah, aber das mache ich keine so Fotos. Furchtbar, ja. Same. Nein, ich mache welche, Bro. So. Eduard meinte das gerade ernst. Vielleicht können wir einfach einen Pappaufsteller von dir dahinstellen oder so. Ich finde die Vorstellung, findet ihr das cool, irgendwie angenehm? So die Vorstellung, dass ihr dann da steht und dann in der Schlange kommen dann Leute und wollen Fotos zu mir machen? Ja, meinst du, finde ich jetzt nicht so schlimm. Für mich ist das nichts Ungewöhnliches. Aber ich bin immer so, nee, also ich mag das nicht, wenn die Türsteher so nächster, sondern ich rede immer ganz gerne noch mit dem so, ey, geil, erste Mal bei mir auf Tour. Kurz auf sympathisch noch rüberkommen. Ja, ich rede dann auch gerne. Nein, ich finde das schon, ich war dabei, er macht das tatsächlich ja, so.
Ich finde das schon weird, so dieses alle stehen da, du ja. bist da so, alle kommen. Ich finde das gar nicht, dieser Gedanke nicht cool, aber wie ich es mache, also ich rede ganz gern mit denen und dann ist da noch irgendwie so ein Costa, mit dem irgendwer ein Bild machen will oder irgendwie irgendwer von euch ist noch da. So, ich finde das dann einfach, wenn man noch so ein bisschen Smalltalk macht und ein bisschen redet mit Leuten, das dann eher so cool ist. Und manche kommen dann nochmal wieder und hatten noch eine Frage oder wollten noch ein Bild machen. Eduard, wir haben das am Deichband gemacht, und, also auch spontan, das war nicht geplant. Und dann war da so ein Korken, also so richtig viele Leute, so 100 halt, Traube oder 200 das. Traube, das meinte ich. Korken. 200 Leute, die standen da. Ey, das war so cool. Einfach mal zu hören, die hören ja seit Jahren oder seit Monaten mittlerweile doch seit Jahren. Ah, okay, doch, das kann ich jetzt. Und die geben dir so Feedback darauf, was du die letzte Zeit immer erzählt hast. Ja, also ich kann das so zumindest in so einer riesigen Menge dann auf einmal, dass Leute in der Schlange stehen, finde ich irgendwie trotzdem noch weird. Aber ich kann das verstehen im Sinne von, ich wurde ja auch schon ganz oft wegen TikTok angesprochen und es war immer so normal einfach. Ja. Beziehungsweise am Anfang war es natürlich richtig cool, wenn es die ersten Male passiert. Aber dann irgendwann, du weißt ja, dass deine TikToks nicht unbedingt du sind. Also das steht nicht unbedingt für das, was du wirklich denkst und wie du als Mensch bist. Deswegen war das immer einfach nur so, ja klar, wir können gerne ein Foto machen, voll nice, dass du meine Videos cool findest, bla bla bla. Aber jetzt bin ich ja fester Teil von Totalschaden Podcast. Und zwei Mädchen haben uns schon angesprochen und einer davon auch nur mich, dass die Podcast-Fans sind. Weil ich nicht da war, aber. Genau, weil musst du Theo kurz klarstellen. Weil die dann wirklich Podcast-Fan waren. Ja. Und das war irgendwie ganz anders. Ja, ne? Ja, irgendwie so, du weißt halt einfach, man redet anderthalb Stunden lang wirklich über relativ tiefe Gedanken und Einstellungen über das Leben, die man wissen halt hat. Echt viel Sachen. Genau, die wissen richtig viel und die sind trotzdem Fan von dir. Ja. Das ist dann wirklich einfach so, als hätte man fast schon einen Freund dann gefunden. Was auch richtig ohne, cool dass ist, du halt Ja gesagt hast. Was richtig cool ist, immer die Komplimente so, ey, ich liebe deinen Podcast zu hören bei der Arbeit, meine Arbeit ist voll langweilig und scheiße, so Nachtdienst oder so, habe ich viele Nachrichten. Leute arbeiten im Nachtdienst, schon eher ein langweiliger Job, weil da passiert ja hauptsächlich nichts. Bro, ich bin hoffentlich auch, natürlich. Seit zwei Jahren mache ich TikTok, ich habe nur Nachtschicht. Immer. Aber das ist halt richtig sick, wie Leute sagen, so wo die das hören. Das ist für mich voll interessant. Ja, voll, du damals, voll interessant. Angesprochen darauf? Als du bei After Hours warst irgendwie? Ja, klar, auf jeden Fall, ein paar Mal. Safe. Hat viele DMs bekommen und so. Krass. Aber ich war ja auch schon öfter dabei. Ich wurde irgendwie noch nie wegen After Hours angesprochen. Du bist 28 jetzt, ne? Ja. Du? Ich auch. Wahnsinn. Hä? Cool, ne? Ja, ich bin 28, ich bin 95er Jahrgang. Boah. Du? Ich bin jetzt 26. Du bist jetzt 27? Voll geil. Find's cool. Bro, ich liebe die Vorstellung von älter werden. Die einzige Vorstellung, die ich hasse, ist, dass wir immer kränker und schwächer werden. Ja, und das ist das einzige. Weil meine Geliebten irgendwann sterben müssen und ich dabei zuschauen muss. Okay, und ich habe wieder schlechte Laune. Aber an sich so die. So zum aber Beispiel. Denn cool? Weil ich habe vor einiger Zeit so ein Anime geguckt, wo es um so eine Elbin geht, die schon über 1000 Jahre alt ist. Und mehrere hundert Jahre werden da von ihr gezeigt, so praktisch, wie die da einfach die ganze Zeit so ihre kleinen Hobbys hat und so ein paar Zaubereibücher sammelt und sowas. Und über sie werden schon große Geschichten erzählt. Und sie kommt zu diesen Orten, wo sie praktisch ein Held ist, aber Held keiner kennt sie, weil das so mittelaltermäßig Enz ist. Enz Held? Held Enz. Mit Enz Einkaufs. Enz Einkäufer mit Enz Einkaufskorb. Was? Kennst du das nicht? Nee. Es ist so eine Frau, die hatte so eine Reportage gemacht, dass eine. Er erzählt so eine geile Story und die ist auf einmal uninteressant, weil irgend so ein lustiges Meme-Video der erklärt wird und das ist viel interessanter. Es gibt eine Reportage über eine Frau, die will, dass so, anstatt dass es maskuline und feminine Wörter gibt, hat die eine Sprache entwickelt, wo es nur noch sachlich ist. Ach, das heißt, Enz Einkaufskorb und Enz Mensch, Enz Frau, gibt es halt nicht mehr. Also Enz Mensch und Enz Mann. Crazy, wie viel Mühe kann man sich machen für sowas? Sie heute zum Party? Nee, das war anderes. Ach, die beiden, doch, die kenne ich doch. Ich wohne hier drüben. Ich habe sie jetzt am Anfang direkt ist als die, oder? Doch, weibliche Persönlichkeiten angesprochen. Ich hoffe, das ist Ihnen jetzt nicht zu nahe gekommen. Cooler wäre es, neutral anzusprechen. Ja, Sie sind nicht zu nahe gekommen, Sie haben diskriminiert. Ja. Ich habe diskriminiert? Ja. Okay, hallo die Damen. Okay, Enz Einkäufer ja, aber mit Enz. Aber wieso Enz? Achso, das ist doch Enz Einkäufer. In der Vollversion reden wir mehr darüber. Heißt das sachlich, oder? Sachlich ist dann kein. Sein Einkaufskorb. Enz Käufens und Enz Einkaufskorb. Also immer, also das ist total. Und dann nicht ein Käufer, eine Käuferin und sein ihr Einkaufskorb, sondern Enz Käufer und Enz Einkaufskorb. Ganz einfach. Und das wäre eine neue Form, die eben dazu führen würde, dass wir die Genderfreiheit, die ja jetzt gesetzlich als Möglichkeit festgeschrieben ist, auch tatsächlich. Ja. Hat Enz aber einen Sinn oder könnte es auch Phil oder ja, sowas sein? Ich glaube, das hat Lass Phil. Ems draus machen. Dann bin ich wieder fertig. Jonas Ems Einkaufskorb.
So, warte mal, sind wir, war das gerade diskriminierend von uns oder ist das okay gewesen? Das ist ja, also Gender ist ja völlig fein, aber Ends macht ja echt keinen Sinn mehr. Dann kannst ja, aber ey, was haltet ihr davon, dass in Bayern das verboten wurde? Weil das finde ich irgendwie auch bescheuert. Was ist, war da verboten? Ich finde, das dass so Beamte und so, wenn die das machen, können die Strafen kriegen. Ja, irgendwie so. Gendern ist jetzt in Bayern den offiziellen Anschriften aber machen wir die wollen irgendwie. Und ich finde es irgendwie bescheuert, weil das war ja, worüber sich die meisten aufgeregt haben, wenn Leute, Leuten die Sprache, die sie benutzt und wie sie sie benutzen, vorgeschrieben wird. Ja. Und jetzt will Bayern praktisch voll dumm gegen dieser Richtung gehen und dann aber noch strengere Verbote geben, aber dass du es nicht benutzen kannst. Ja. Dann denke ich mir, das macht ja gar keinen Sinn, du sollst dir die Freiheit haben, ohne dass dir jemand auf den Sack geht, dabei deine Sprache zu benutzen, wie du möchtest. Sprache hat sich schon immer entwickelt und entweder entwickelt sie sich dahin zu genderneutraler Sprache oder halt nicht. Genau. Apropos, einfach was für die Leute am einfachsten ist. Apropos weiterentwickeln. Wisst ihr noch in der Folge, wo wir im Hotelzimmer waren, wo Theo meinte, ich lerne nie aus meinen Fehlern? Erinnert ihr euch, wo er dreimal das falsche Hotel gebucht hat? Ja. Ach so, ja. Viermal. Oh mein Gott, viermal. Ja. Wisst ihr, was Theo letzte Woche gemacht hat? Gerade noch das Video geschnitten. Gerade noch drüber geredet, ja. Erzähl mal. Was war? Was hast du gemacht, Theo? Ich war auf Teneriffa mit meinem Team und wir haben da sick geile Videos gedreht. Und am nächsten Tag musste einen Tag früher zurückfliegen, weil ich spontan eine sehr coole Koop mit Amazon Prime bekommen habe. Für die neue Amazon Prime Video bekommen habe, für LOL, für die neue Staffel. Und dafür sollte ich nach München fliegen mit Eduard und Julie, die aus Berlin gefahren sind. Und mein Flug ging auch um entspannt 9.30 Uhr oder so, also so ein chilliger, oder 9.55 Uhr, glaube ich, ging der. Also so ein chilliger Flug, nicht so 7 Uhr morgens. Und dann bin ich da hingefahren, also Marco aus meinem Team hat mich zum Flughafen gefahren. Und dann bin ich da reingelaufen im Flughafen, habe auch so gefilmt, weil der Content, den ich mir überlegt habe, war eh ein Vlog. Und dann packe ich so den Boarding Pass irgendwie so auf diese, auf den Eingang, leuchtet. Alles gut? Passt? Ja, random, ja, alles gut. Krebs? Schwarzschimmel? Ja, ich glaube auch. Was trinken? Eine Apfelschorle. Habe ich extra mitgebracht. Trink mal eine, komm, trink mal hier eine Apfelschorle. Eine, komm, ja, da ist noch eine. Komm, schnell. Mach schnell rein hier. Schnell, sonst sterbe ich gleich. Vorsicht. Hoppala, hoppala, hoppala. Pass auf, pass auf. Oh, ja, mh. Oh, fuck. Okay. Und dann gehen wir direkt mal in die stabile Seitenlage einmal. Oh, Beine hoch. Oh, ja. Oh, was ist hier gerade passiert? Danke, danke. Alter, was Leben gerettet, ey. Alles gut, jederzeit wieder. Und dann war's der? Ich scanne dann so den Boarding Pass, rot. Ich scanne nochmal, rot. Dann kommt so eine Mitarbeiterin zu mir und sagt, Norte. Ich kann sehr gut Spanisch, deswegen wusste ich sofort, dass das Norden heißt. Aber sie hat auch quasi nichts anderes gesagt. Und da ist es mir dann irgendwie so klar geworden, dass ich das schon mal gehört habe, dass es einen Südflughafen und einen Nordflughafen gibt auf Teneriffa. Dann gucke ich aufs Ticket drauf und da steht leider wirklich extrem... Mein Handy ist gerade ausgegangen. Er steht leider extrem groß drauf. Was ist das? Leser. Du bist echt verliebt, ne? So, auf jeden Fall steht... Aber der spielt gerade auf Beziehung. Der macht direkt jetzt... Zeig du doch mal deinen... Ja, ist auch meine Freundin. Super süß. Aber jetzt auch irgendwelche Nachrichten. Was ist denn dein Hintergrund? Okay. Ja, er hat kurz schnell Nina Chuba gemacht. Mein Hintergrund ist mit dem Bild, das ich gemacht habe. Das ist super cringe. Das ist super cool. Eigentlich auch. Das ist echt cool. Das ist von Pinterest. Hab ich gemacht. Ja, genau. Ja. Ich schwöre, das habe ich gemacht. Womit denn? Zeig mal deine Drohne damals. Zeig mal. Was ist das sind Schiffinseln. Ja, ah, Schiffe. Wo denn? Man sieht nichts, Bro. Morton Island in Australien. Ah, cool. Ist wirklich cool. Und dann war das der falsche Flughafen. Sie sagte Norte. Und dann habe ich es aber sofort gemerkt und so. Und da war ich dann schon, das war schon Stress, weil ich war theoretisch gesehen schon pünktlich, aber so gerade so pünktlich. Ich komme immer sehr gerade so pünktlich an. Und bin rausgerannt, ruf Marco an, bin so, bist du noch da? Er sagt, ich bin noch da. Ich steige ins Auto rein und ab dann seht ihr auch, könnt ihr gerne bei TikTok Theos Chaos vorbeischauen. Wie weit ist der entfernt, die zwei? Der ist quasi ungefähr 50 Minuten sind wir gefahren dahin. Und? Ja, und dann sind wir gefahren und gefahren und so. Der hat auch gut Zeit eingeholt, aber in Spanien wird auch viel geblitzt. Deswegen sind wir nicht so krass über dem Limit gefahren. Und dann kam ich an, bin raus, Sachen gepackt, bin in den Flughafen rein, todeslange Stange. Beim Security-Check geh hin, leg meinen Boarding-Pass rauf und dann leuchtet wieder rot. Und dann kommt auch ein Mitarbeiter zu mir und sagt, ja, ist zu spät. Also ich bin um 9.30 Uhr da gewesen, 9.55 Uhr war Abflug. Und also vor allem Theo hat danach am Ende gesagt, ihm ist das noch nie passiert, dass er einen Flug verpasst hat. Und das war für mich irgendwie unglaublich. Also ich konnte es nicht glauben. Mein erster Flug, den ich je verpasst habe in meinem Leben. Ich habe mir irgendwie unrealistisch. Ja, ich glaube, du vergisst da irgendwas. Ja, ich glaube, du hast echt vergessen. Nee, ich habe noch nie einen Flug, also krass. Bahn und so, ja, aber Flug habe ich nicht. Verpasst ihr auch Flüge? Aber stimmt, du hast nicht so viele verpasst, weil du einfach so selten fliegst, der Umwelt zuliebe. Ja, ich liebe die Umwelt und deswegen fahre ich meistens Fahrrad. Mhm. Auch nach Bali. Oder Business Class von Bali zurück. Nee, das war tatsächlich, ja. Das war, weil du ihn überredet hast, weil du unbedingt Content daraus machen wolltest. Mich für Content ausschlachten wolltest. Oder wir haben uns gedacht, wenn wir jetzt 3 Wochen Urlaub gemacht haben, uns dann
wie viel waren es, 22 Stunden in die Economy Class sitzen lassen, also vielleicht dieser ganze so, entspannte Körper dann direkt wieder unentspannt ist. Also was kann man nicht sagen, das ist super. Warum? Super kapitalistisch. Also nee, das ist, ey, ich hab, wir sind im Hinflug, haben wir gemacht. Ich distanziere mich von solchen Aussagen. Ab 22 Stunden tut einfach dein Körper weh, das ist so. Also das, da kommst du nicht drum rum. Keiner wird jetzt sagen, das ist bequem. Ja, und es ist ja, ja, so. Weil ich das kann ist halt, ja eh nur für die Erinnerung, dein ja, Körper wird eh immer geschützt. Ja, und es war cool, einfach mal Erfahrung zu machen. Ja, war voll cool. Achso, ich meine nicht das, ich meine Bali-Urlaub. Das ist safe. Was? Das ist so eine richtige Schweizer Aussage. Was? Nein, natürlich mache ich Businessflug, weil mein Körper muss ja entspannt bleiben. Hey Bruder, das war so cool. Ich würde das direkt wieder machen. Ja, aber wir sind ja danach, wir haben ja nur eine Strecke gebusiness. Ja, wir haben ja dann, die zweite Strecke ist ja dann, ja, danach haben wir ja wieder Economy, vor allen Dingen in der letzten Reihe, wo man die Sitze nicht nach hinten nehmen konnte. Ja. Neben einem Typen, der 2,10 Meter war. Und ich saß in der Mitte. Also diese ganze Entspannung von der Business Class habe ich ja sofort verloren, ja, wieder. Aber wisst ihr, was wir gemacht haben, wie wir gepennt haben? Weißt du das noch? Ja, wir haben so, ne? Warte, wir haben so, ne? Ich hab, wir hatten zwei Kissen und Decke. Das heißt, wir haben den so Tisch ausgefahren hier. Mein Tisch ausgefahren. Ich lag so. Hat er so drüber. Ich habe ein Kissen drauf gemacht. Das ist süß. Und so haben wir dann gepennt. Was hat Theo? Was hat, kannst du noch mal die Posi machen? Was hat Theo währenddessen manchmal gemacht? Der hat nichts gemacht. Der Django instigated hier. Ja, richtig. Aber das ist sein Kopf, der hängt. Aber das war nee, ich hatte auf dem Tisch meinen Kopf. Ja, ja. Aber ja, der, okay. Aber der Tisch hat immer noch so einen kleinen, wo man Getränke reintun kann, so ein Loch. Was in dem Loch drin steckt, ist egal jetzt. Damals war ich ja noch Single. Das war echt viel bequemer, als wenn du so nach hinten den Nacken die ganze Zeit machst. Da, so haben wir Theo, by the way, jetzt letztens an seinem Geburtstag sein Geschenk gegeben. So eine Geschenkbox dann. Haben wir so gehalten dann hier. Happy Birthday, Theo. Er fand auch meine Geschenkbox so scheiße, weil ich fand die eigentlich immer noch ziemlich cool. Du hast Cornflakes gekauft, die Cornflakes rausgenommen und auch noch gehabt in der Hand und dann die Geschenke reingemacht, mit Tesafilm zugeklebt. Weil kein Geschenkpapier beim Spar war. Ich finde es auch voll fein, lustige Geschenke. Ist egal, ich finde Geschenkverpackung auch voll random und egal. Ja. Aber deine war mega schön. Was hast du denn gemacht? Ein Geschenkpapier? Ja. Das Geschenk selbst. Ja, ich habe das natürlich eine Nacht vorher gemacht. Schön alles da, saß ich in meinem Büro, hab ist dafür ins Büro gefahren, um ein Geschenk einzupacken. Das ist eigentlich nur deswegen auch im Büro gewesen. Diese Woche war nur wegen Geschenkepacken einmal. Wie ist es im neuen Büro? Komm mal in mein Büro. Du kommst ja nicht, du auch nicht. Ja, ihr habt auch alle, macht mal. Ja, du hast auch letztens dann gesagt, ich fahre jetzt noch ins Büro. Ich dachte so, hä, was ist für ein Büro? Ich habe in Neukölln ein Büro. Ja, das gesagt. Wusste ich erst jetzt. Willst du mal vorbeikommen? Ja, klar. Echt? Ja. Kannst du machen, ich habe da eine riesen Küche. Ich will mal, dass ihr was zu zweit unternehmt, ihr beide. Ich will mal, dass ich ihr so ein... Ich will nicht mit Leuten zu zweit. Warum nicht? Ich würde mal wieder gerne was mit Theos zu zweit unternehmen. Wir wären beste Freunde. Aber den gibst du noch zu dritt. Ich liebe das mindestens mit drei Leuten, weil dann kann man random, wenn du keine Lust hast, gerade eben zu reden, dann... Schaust du dir halt eben kurz irgendwie so, weiß nicht, die Bäume an oder so. Die anderen können reden. Frage, Eduard, wie machst du einen Podcast zu zweit? Ja, da kriegen wir sie. Wir haben eine gewisse Verbindung. Ja, also mit Theo ist es super selten, aber auch danach sind wir voll müde. Also nein, wir reden dann manchmal noch eine Stunde weiter in der Küche. Ach so. Ja, manchmal. Aber manchmal brauche ich erstmal einen Nap dann auch. Ja. Ich fand das aber auch bei uns zum Beispiel geil. Wir sind ja beide im selben Zug gefahren. Wir saßen ja... neben dir war ja sogar noch Platz, ich hätte mich ja neben dich setzen können. Und neben mir war ja auch. Das fand tatsächlich Juli auch sehr verletzend, hat er mir geschrieben währenddessen. Ich glaube nicht. Nein. Und dann, wir haben einfach, ich bin schon da so hingekommen, du saßt ja schon da. Und dann dachte ich mir so, oh, soll ich mit Juli eigentlich quatschen? Irgendwie gar keinen Bock, ich will mein. Du hast alles so verletzt, was er manchmal sagt. Er hätte einfach verschiedene Züge buchen können, hätte gar keinen Bock. Ja, aber ich dachte mir dann so, boah, ich glaube, Juli hat auch keinen Bock und ich finde das voll geil, dass er das einfach verstehen wird. Ich glaube, wir haben in diesen 5,5 Stunden Zugfahrt, haben wir, hey Julie, hey Eduard, ich muss später das Video drehen. Ja, okay, können wir machen. Ja. Das war alles. Und dann ganz am Ende vielleicht noch ein bisschen so. Aber dafür habt ihr dann in München abends noch was Cooles unternommen zusammen, oder? Nee, weil wir fahren von dem Event zurück, fahren weiter weg, als wir überhaupt schon waren. So, anstatt 10 Minuten zurückgelaufen, sind wir 9 Minuten zurückgelaufen, aber haben Miles genommen. Wir sind einfach auf die andere Seite gefahren. Zu Fuß wäre es ja dann eine halbe Stunde oder so, 45 Minuten. Hatte ich andere Infos? Nein. Aber der vertauscht Auto fahren und Fuß laufen. Auf jeden Fall, ja, wir sind hingefahren. Ich so, ey Eduard, sollen wir noch was essen gehen? Er so, ja, ich habe echt noch Hunger, ich muss eigentlich echt noch was essen. Aber ich muss kurz mit meiner Freundin telefonieren. Und ich so, okay, ja, Digga, fein. Ach, sag einfach Ende, scheiß drauf, ich kann das auch nicht mehr. Okay. Jetzt ist es raus. Ich muss kurz mit Ende telefonieren und dann, ich kann doch einfach mitkommen. Nee, du kannst nicht mitkommen. Eduard, was ist das für ein FaceTime-Call? Also, nein, wir machen jetzt halt, wir müssen kurz telefonieren, zu zweit. So, okay, dann sag nachher Bescheid. Schreibt ihr mir um 1 Uhr, wir sind um 10 Uhr sind zurückgekommen. Um 1.30 Uhr schreibt ihr mir, jo, bin fertig, habe aber keinen Hunger mehr, gute Nacht. Nein, ich habe gesagt, ich habe bis gerade eben noch telefoniert. Ja.
Lass mal am Wochenende in Berlin was starten. Nein. Doch, das, klar, guck nach. Lass den Wochenende, aber trotzdem, ich habe ja so, ich saß hier in meinem Zimmer und habe so gewartet so. Ja, aber hä, um halb eins aber ich hab ja auch nicht irgendwie mal, ich kann jetzt mal losgehen oder so? Nee, ich habe da nichts gegessen. Ich dachte einfach, wir chillen noch. Machen was Cooles. Ja, aber ich dachte, du bestellst das schon längst, als ob du die ganze Zeit hungerst wegen mir. Ja, Bruder, ich habe auf dich gewartet. Tja. Ich habe das respektiert, deinen Anruf. Krass. Hätte ich nicht gedacht, dass du so bist, deswegen. So. Ich habe drauf gewettet. Ja, 22.44 Uhr. Essen. Hab jetzt erst fertig telefoniert. Good night, Bro. Lass in Berlin quatschen, ob Wochenende was geht. Boah, wie assi. Warum? Um 0.50 Uhr. Ich habe ja auch nichts gegessen. Ich habe auch gehungert. Ich hab keine so Lust krank. Mehr. Aber auch so, ich darf einfach nicht mitkommen beim Telefonat dabei sein. Ja, nein, warum auch? Ja, ja keine Ahnung. Das Eduard isst aber auch nur einmal am Tag. Den peinigt das nicht so wie dich. Ja. Ja. Nies nach rechts. Oha, Digga. Oh, du niest schon wie mein Vater. Ja, ich bin da hat alles so übersteuert, jedes Mikro. Je älter, desto wird es lauter, muss man niesen, ja. Glaube ich. Der Cutter ist jetzt wieder wach. Guten Morgen. Aber irgendwie alle waren auch raus, weil ich habe das sogar öfter von meinen Managern jetzt gehört. Also das ist nicht nur unser Kreis hier. Halt's Maul, Theo. Es ist nicht nur unser Kreis, es sind generell fast alle Creator. 21 hat es ja angefangen, dass Corona-Maßnahmen gelockert wurden. Alle Creator haben sich mal so kennengelernt. Super viele Leute haben sich halt generell das erste Mal gesehen und dann noch nach einer Pandemie. Alle waren mega motiviert, übel viel zu unternehmen. Richtig viel FOMO war überall bei mir auch. Ich habe so wenig geschlafen, so viele Sachen unternommen. Aber dann irgendwann ist es einfach ein Job geworden. Mhm. Und die Leute chillen einfach. Und die Leute werden ja auch älter und sowas. Keiner hat mehr Lust, einfach sinnlos trinken zu gehen. Mhm. Es sind dann wirklich, habe ich gemerkt, wie ein normales Leben jetzt einfach. Wenn du Single bist, dann machst du das. Aber wenn du vergeben bist, dann die Leute haben weniger Lust, halt auch trinken zu gehen und feiern zu gehen und so. Würdest du sagen, du bist aus der Phase langsam raus? Ähnlich. Digga, guck dir den an. Oder die Hype-Phase. Nee, aber nicht mehr so schlimm wie früher. Schwöre. Ich trinke ja auch seit anderthalb Monaten nicht mehr so viel. Ja. Eigentlich kaum. Vielleicht mal einen Drink. Also ich fahre meistens dann immer noch mit Miles oder so nach Hause. Und ja, also es, wie du es gerade auch gesagt hast, ist eher so wie ein Job. Und ich merke das immer wieder. Letztens hatten wir in Österreich eine Show, da bin ich einfach mit Ben hingeflogen, meinem Videografen. Und wir hatten die Show und dann sind wir zurück. So. Also es ist einfach so Show, kurz noch ein bisschen rumgelaufen, mit ein paar Leuten gequatscht und dann wieder zurück. So, weiß ich nicht. Und das ist ja auch voll fein. Mhm. Also man sollte sich ja dann eigentlich auch die Interessen und was man gerne unternimmt, idealerweise sollte sich ja auch entwickeln. Genau. Wenn du immer das Gleiche machen willst, ist ja komisch. Ja, voll cool. Ich erinnere mich noch an was. Weißt du noch, kennt ihr noch das? Ich habe mit Theo eine Folge aufgenommen für seinen Podcast auf Bali auf den Rollern, ne? Ja. Da gab es das Thumbnail. Weißt du das noch, wie das aussah? Nee. Ich weiß es. Ich habe es gefunden. Ja, genau. Das war, ich habe es in eine Gruppe geschickt. Das war, wir haben das Thumbnail gemacht. Wir waren so nackt am Pool. Stimmt, und standen davor so und hatten so, das kann man auch hinten schon kurz einsetzen. Das ist schon krank. Aber das Ding ist, die Speicherkarte war eine von den Podcast-Speicherkarten und wir wechseln immer wieder Speicherkarten. Oder ich hab's, nein, es war in deiner Dropbox, ne? Ja, genau. Ein Folder, weil ich ihm das schicken musste. Auf einmal, Django schickt so nachts um vier wieder so zu seinen Arbeitszeiten. Schock, schickt er Schock bekommen. So ein Video. Hast du unseren Schwanz gesehen, sag ehrlich? Nee. Wir haben schon gehalten, oder? Hast du meinen gesehen? Django hat das ganze Video durchgeguckt, um es hoffentlich zu sehen. Also wenn ihr schon sowas da macht, eine Kamera ausstellt, euch da so hinstellt, ich will nicht wissen, was ihr noch gemacht habt. No joke. Ey, Schweine. Ja, ihr beiden, ich weiß nicht. Er sowieso letztens auch ein bisschen hier mit Jerome und so ein bisschen rumgemacht. Oh! So. Immer noch hast du mit Jerome rumgemacht? Nein, nur hast du nicht rumgemacht. Zeig wie. Ach nee, das hat er rumgemacht. Ja, der hat mit Jerome gemacht. Boah, darfst du mit anderen Männern jetzt rummachen oder küssen? Nein. So Kuss, ja, darf ich. Okay. Ihr hattet was auf Bali, so. Nee. Mit anderen Mädchen auch? So ein Schmerzer? Nein, nur Jungs. Ja, ich habe was Cooles wieder vorbereitet. Oh, wie cool. Wir hatten doch letztens einmal, wo wir hier aufgenommen haben, bei ihm ein Quiz mit Schätzfragen, wo alle das aufschreiben auf den Handys und wenn er dran ist. Ja, aber warte mal, kurze Frage. Wie glaubst du, wirst du dich jetzt eigentlich auf Festivals verhalten, wenn du jetzt vergeben bist? Glaubst du, du hast überhaupt noch Spaß daran? Werde ich ja sehen, ja. Also hast du noch nicht so drüber nachgedacht? Was willst du? Du brauchst dein Instagram. Also wir gehen so, auf jeden Fall. Antwort draufschreiben kannst. Ich gehe ein schwarzes Bild und dann. Okay. Ihr müsst nur Antwort schreiben können. Ich gehe aufs Splash und aufs Peruka will auf jeden Fall schon. Nicht Deichbrand? Ich will auch nicht aufs Deichbrand. Das sah so scheiße aus bei euch. Das war richtig cool. Ja? Wir waren da Live-Podcast. Wir hatten da unseren ersten Live-Podcast. Das Festival. Wir haben eigene Area. Best, echt? Das ist eigentlich der Best Whirlpool. Helikopterflug, Deichbrand. Es hat einfach nur geregnet. Das sah irgendwie doof aus. Auf jeden Fall, Theo wird jetzt nicht mal eingeladen von denen. Schön. Nein, wir haben noch einen Platz frei sonst.
Ich würde tatsächlich sehr. Eigentlich will ich nicht aus Deichbrand, insofern auch recht okay. Die Musik ist nicht so meins. Der Gewinner kriegt 3 Apfelschollen. Oh shit. Geil. Ich habe heute noch eine lange Fahrt nach Köln vor mir. Echt? Die kann ich gebrauchen. Musst du nach Köln halt? Heute fahre ich nach Köln. Warum? Fährst du mit Theresa? Ja. Wie soll ich da sonst hinkommen? Gibt es dich noch alleine? Nie mehr. Unsere Abkürzung. Habt ihr alle? Ja. Ich habe richtig coole Fragen, diesmal ohne ChatGPT vorbereitet. Mhm. Wir sind alle süchtig nach einer App, aber wie viele Nutzer hat TikTok aktuell weltweit? Ja. 5. Warte mal, ich schreibe gerade nicht. 4. Ach man, ich kann so schwer schreiben. Warum kopierst du? 3. Er hat so auf mein Handy geschrieben. Ich hatte nee, ich schwör auf alles. Geschlossen. Und hab, zeigen. Habe nicht geguckt. 2,1 Milliarden. 2,1 Milliarden. Ich habe wirklich nicht geguckt. 1,1 Milliarden. Ich habe wirklich nicht geguckt. Die Antwort ist 1,56 Milliarden. Ja. Da bin ich näher. Da bist du näher. Ja. Ja. Voll cool, Eduard. Ich hätte fast 1,4 ja, oder irgendwie so. Schreibst du ab und kackst sogar noch rein, ey. Ich habe, glaube ich, 1,4 geschrieben. Punkt für dich. Nice. Guck hier. Oh, nee. Wusstet ihr, dass TikTok die schnellste Plattform war, die jemals 1 Million User erreicht hat? Wow. Ja, und dann kam ChatGPT. Mhm. 2 Jahre hat es gedauert. Das war meine, oh mein Gott. Das war meine Bachelorarbeit, da kann ich, weiß ich alles drüber. Hier, guck mal kurz. Wobei ChatGPT hat gar nicht 1 Milliarde User. Wusstet ihr, dass ich Facebook hat 2. Hey Leute, wusstet ihr, dass ich Werbung für Online-Casino mache? Hä? Ich auch nicht. Nein. Das ist Django's Stimme auch noch. Ja, ich habe 150.000 Euro auf meinem. Das ist AI. Ich arbeite schon seit ein paar. Nein. Ist das wahr? Kannst du es mir zeigen? Wie hast du es verdient? Und ja, nicht mehr. Ich spiele Xmas Bananz. Oh mein Gott, das ist AI. Ja, aber nein, ich so finde, deine auch Stimme ist. Ja, aber es ist schlecht. Aber es ist, also es kann gut werden in ein paar Jahren. Oh mein Gott. Und wie machen wir das dann? Es gibt ja schon richtig gutes Zeug. Die von Marc war ja 1:1 wie Marcs Stimme. Wer hat dir das geschickt? Hast du es selber gesehen? Ein Zuschauer hat mir das geschickt. What? Ich habe auch mit Marc heute Morgen gesprochen. Der hat es tatsächlich öfters, also von ihm werden öfter Clips benutzt. Und der ist schon dran, das alles zu verklagen und sowas. Sind irgendwelche Briefkastenfirmen irgendwo in fucking Finnland und Russland und sonst wo. Und da muss man nur mal sagen, ey, ziemlich uncool, Apple, dass ihr diese Scam-Casino-Apps in eurem App-Store habt. Ja. Also ich meine, die haben nicht mal ein Impressum, nix. Es ist einfach irgendein Haus irgendwo in Finnland und die aber dürfen einfach Casino-Apps. Aber ist halt eine Grauzone. Die dürfen halt existieren irgendwie eigentlich. Aber es ist auch echt schlimm, dass man die nicht erwischt und so. Also, dass man nichts dagegen tun kann, ist scheiße. Ja, also die können einfach jetzt eure Fressen nehmen, mit guter Stimme auch dann irgendwann mal und dann macht ihr Werbung für alles. Ja. Ja. Das ist schon schlimm. Und das, ja, und genau deswegen, und ich weiß schon, dass Deutschland richtig der Letzte ist, der das hinbekommt. Oder Eduard denkt gerade, warte, dann könnten die ja meine Koops für mich drehen. Schreib den mal. Ja, gar nichts mehr machen. Nee, aber deswegen, mein Punkt war ja da, irgendwann muss eine Verifizierung was ganz anderes bedeuten. Dass praktisch, wenn es wirklich so schlimm ist, dass alles authentisch und aussieht, wird jeder Creator praktisch nur noch über einen Account oder nur noch ein paar verifizierte Accounts posten. Und eine Verifizierung muss dann auch bedeuten, das ist dein echter Account. Weil heutzutage, ich weiß nicht, was das für eine Regel ist, aber jede Social-Media-Plattform hat ja irgendwie, kriegst eine Verifizierung, wenn du innerhalb von einem Monat oder sowas in 4 unabhängigen Medienartikeln zu sehen bist. Warum? Was ist der Sinn dahinter? Also es macht doch viel mehr Sinn, Leute, die Millionen von Views und Follower haben, so wie zum Beispiel Khan, kennen wir. Ja. Der hat mehrere Accounts gehabt, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, die haben 500.000 Follower. Die nicht von ihm waren. Genau, und Leute denken auf Ernst, das ist dann sein Account. Ja. Ja, und dann mit KI können die dann seine ganzen Sachen reposten und dann irgendwann mit KI dann halt ein paar Sachen dazwischen schieben. Ja. Und die denken dann so, hä, warum macht Khan so ein Video? Ja, ja. Wie er da Casino-Apps oder so promotet. Stimmt. Ja, das ist komplett krank. Und ich habe ein bisschen Angst, dass, weil wir halt in Deutschland leben, wir internetmäßig so hinterher sind mit allem, dass wir die Letzten sind, die dorthin bekommen. Ich glaube, da werden wir noch ein bisschen drunter leiden. Das kann gut hoffentlich sein. Nicht. Aber weil hast du das Interview gesehen vom US-Kongress zum Internet? Also die hatten ja den TikTok-CEO da, die hatten den Twitter-CEO, auch Elon Musk und so. Die haben die interviewt. Digga, das höchste Gericht in Amerika hat Fragen gestellt wie eine 80-jährige Oma zum Internet. Ja, die verstehen das Internet nicht. Eine war ja richtig viral, zum Beispiel als der TikTok-CEO letztes Jahr da war, bei der Anhörung. Und dann hat einer von den Senatoren, oder nicht Senatoren, von den Congressmännern, was auch immer, dann gefragt, does TikTok connect to my Wi-Fi? Ja, ja. Mit seinem texanischen Akzent auch noch. Das verbindet sich TikTok mit meinem Wi-Fi? Und so praktisch wie ein Vorwurf hat er die Frage schon gestellt. Und das hat er doch auf die Antworten von dem TikTok-CEO nicht eingegangen. Er hat so, der CEO war auch, oder Mark Zuckerberg war auch da und meinte so,
So, hä? So, ja, no. Ganz viele verwirrt. Ja, so, er hat gar nicht richtig antworten können, weil er so perplex war über diese dummen Fragen. Er kriegt Zugriff auf meine Fotos. Ja, wenn du das erlaubst, dann genau. Muss ja auch. Ja, ja, okay, das ist immer also so da dumme war, Fragen. Da war doch dieser eine auch letztes Jahr bei der TikTok-Anhörung, der so gesagt hat. Mit den Mädels, ne? Genau, ich krieg die ganze Zeit auf meiner For You-Page irgendwelche leicht bekleideten, viel zu jungen TikTok-Mädchen und sowas. So, was ist das für eine App? Das ist doch keine Unterhaltung und sowas. Und bis ihm dann, alle haben im Internet darüber geredet, Bro, wenn du dir das anschaust, für YouPage, das ist dein Algorithmus, Bro. Hat der CEO sogar gesagt, so der Algorithm kind of points mir. To what you like on the platform. Echt. Krass, wir machen weiter. Richtig geil. Alter, ja, 1-0 für Eduard. Wahnsinn. Nice. Ja, da voll cool, Eduard. Zum letzten Jahr, guter Vorsprung. Ja. Wir letztem waren, Jahr. Stimmt, war sogar letztes Jahr. Wir waren doch alle in der Schule und haben gelernt. Aber wie viele Einwohner hat München? Oh. Nur München. Einmal aufschreiben, dann schließe ich die Runde in 3, 2, 1, zeigen. 1,1, 1,24, 1,2. Scheiße, bin in der Mitte, ich krieg nix. Die Antwort ist 1,57 Millionen. Ja! Scheiße. Ich habe mir schon gedacht, der Fakt, dass du es direkt hintereinander machst, ist wahrscheinlich ähnlich wie bei TikTok-Userzahl 1,5 noch was, aber dann habe ich das zu spät. Das gleiche Million. Ja. Milliarden. Cool. Sehr gut gemacht, Theo. Punkt für Theo. Julie, was ist da los? Bin ich in der Privatschule, alles bezahlt bekommen. Sehe ich jetzt noch schlau aus oder nicht mehr so? In Deutschland gibt es 5 Städte, die über 1 Million Einwohner haben. Zähl die alle auf. Berlin, München, Köln, Frankfurt, Hamburg. Intelligenz. Alkohol. Aber wie viel Prozent Alkohol hat eine Flasche Dom Perignon? Oh, scheiße. Coole Fragen, komm, sehr oder? Cool. Prozent? Ja, natürlich. Also Prozent Alkohol an Prozent? Dom Perignon. Ja, nee, warte mal, das kann nicht sein. Was ist Dom Perignon? Ist es dieser Sekt oder ist 180, ist es Wodka? 180 Euro Flasche Sekt. Okay, ich habe okay. Ich hab 3, 2, 1, 13%. 17%. Viel zu viel. 17, 20 sind so Wodka fast. Nee, 40 ist das. Die dann. Antwort ist 12,5 Punkte für Juli. Oha. Wein und Sekt ist immer so zwischen 12 und 14. Ah, nee, ich dachte eher so Richtung 20. Nee, 20 ist Wodka. Nee, 40 ist Wodka. 40 ist Wodka, aber 20 ist so. Alarm, Punkt, spannend. Ich glaube, Gin und so kann sein, oder? Berlin, die Stadt, die immer. Gin hat auch 40. Damn. Das ist so. Machen aber 20. Wodka Beerensen oder so, diese Mischgetränke, die 20 schafft. Berlin, die Stadt, die immer lebt. Das Herz von Deutschland. Aber wie viel Prozent von Berlin umfasst Grünflächen und Gewässer? So random. Der ist hier aufgewachsen, das ist unfair. Frag mal, wie. Keine Ahnung. Wie viel Prozent von Berlin. Was ist größer, Rhein sind oder Paris? Grünflächen und Gewässer. Was ist größer, Rhein oder Paris? Fuck. Sag nochmal. Wie viel Prozent von Berlin sind Grünflächen und Gewässer? Also, was ist jetzt nicht Stadt einfach so? Was ist Grünflächen und Gewässer? Wie viel Prozent? 3, 2, 1, 28. 70? Ich hab 70. Bro, nee. Ich dachte, vielleicht soll es eine Fangfrage sein, wie die Erde dann einfach, wie viel Wasser wir haben. Richtig! Nee, ist 30%. Julia hat einen Punkt. Oh. Alter, Berlin, was geht ab? Was für 70% sind Grünflächen? Ja, ich dachte so, wenn du schon so eine random Frage stellst, dann können wir vielleicht auf irgendwie anders darauf 19. kommen. 19. Okay. Ups, und plötzlich ist sie schwanger. Wie viele Abtreibungen wurden letztes Jahr weltweit gezählt? What the fuck? Auf der Welt. Auf der Welt. Boah. So dumm, ey. Das ist auch so bei Joko und Klaas immer so Einleitungen und ich dachte, ich bin da ein bisschen seven. Auf der Welt. Wie viel? Ja, das ist so circa, es gibt natürlich Dunkelzahlen, aber wie viele wurden gezählt? Wie viele Abtreibungen wurden offiziell? Ein ganzes Jahr. Ja, 2023. Wie viele wurden letztes Jahr gezählt? Und ich schließe die Runde in 3, 2, 1 zeigen. 250 Millionen. 10 Mio. Warte. Was bist du blöd? Warum nicht? Nein. Junge, es gibt nur 7 Milliarden Menschen, Digga. Ja. Glaubst du das? Warte, erstmal, die 3,5 Milliarden sind Frauen. Ja, scheiße. Boah, das habe ich gar nicht mit einberechnet. Ich dachte sogar 10 Millionen sind schon viele. Wie viele sind keine Kinder? Wie viele können Kinder kriegen? Wie viele treiben dann ab? Die Antwort ist 104.000. Ja, hier, 1.000. Wurden offiziell gezählt. Bestimmt ist die Dunkelziffer ein bisschen höher, aber. Ja, okay, aber dann bin ich da dran, oder? Dann habe ich gewonnen. 61,4000. 61 Millionen hast du auch. Du hast gewonnen mit 10 Millionen. Hey, ich dachte, aber das ich ist dachte viel auch mehr. Schon, 10 Millionen ist echt viel. 104.000 ist die Antwort. Ja, aber dann bin ich doch näher dran. Weil, Junge, du machst das jedes Mal. Weil ich dachte auch legit, weißt du, was ein großer Faktor war bei mir? dass Prostitution auch sehr oft das passieren könnte.
und dass die das ja auch mehrmals machen könnten. Ich glaube, es gibt 250 Millionen. Nein, aber so das war. Aber kennst du das, dass man kann den Kopf gar nicht ausrechnen, wie groß. Ja, ein paar, oder? So um die 100 Millionen. Und alle waren letztes Jahr abgetrieben einmal. Ganz Deutschland und noch mehr Prostituierte. Okay, das ist krass. Hat anscheinend damit nichts zu tun. Nee, das ist geil. War kompletter Quatsch. Das ist geil. Das ist echt Fußball, Fußball, Fußball. Aber wie viele Mitglieder hat der FC Bayern München? Wie viele Mitglieder? Mitglieder? Ich weiß das, glaube ich. Weil ich weiß nicht, wie viel Schalke. Sag mal, was ein Mitglied ist. Nee, ich sag dir nur ganz. Erklär das sind ja Männer. Ein Mitglied ist total. Es gibt aber auch Frauen da drin, oder? Ja, erklär mal. Mitglieder und Mitgliederinnen. Du kannst Enz, da Mitglieder mit Enz. mit seinem Enz-Einkaufskorb. Und du zahlst einen Jahresbeitrag von, sei es 50 Euro, und dann bist du Mitglied beim Verein. Achso, ich dachte, weil die Mitglied sind. Nee. Achso. Junge. Alter, er ist wieder zurück. Er ist wieder zurück in 2020-Videos. Oh, scheiße, Digga. Das geht kaputt. Also, okay. Wir hatten eben eins, ist ja egal, wie viele Millionen Einwohner. Ich werde selber die spicken, just so you know. Nein. So, einmal notieren. Okay, wie Mitglieder. Viele Mitglieder hat der FC Bayern München? Wusstet ihr, dass Schalke fünftmeisten Mitglieder auf der ganzen Welt hat und die spielen zweite Liga? Krass. Schalke? Ja, das ist okay. Geil. Hast du? Okay, 3, 2, 1, zeigen. FC Dallinghofen. 1,8 Millionen. Ich hab 100.000. Hä, das kann doch auch Mitglieder aus irgendwo in Banco sein oder stimmt, so. Ich war schon kurz recht, davor, 250 Millionen aufzustellen. Das ist weniger als man denkt. Was hast du? Was hast du? 150.000. Was hast du? 100. Die Antwort ist 293.000. Ach, boah, so eine Scheiße. Juli. Aber ich bin auch nicht so weit weg, ne? Doch schon. Mach wieder ein Komma weg und dann lasse ich dich durchgehen. 189.000. Ich glaube, ich spiele gerade 2 zu 1 oder sowas. Ist nee, geil. Ich habe auch 2. Okay, 3, 2, 1. Die Welt ist digital. Hä, du hast 3 schon? Hm? Achso. Ihr könnt noch aufhören. Komm, ein paar gebe ich noch. Ab jetzt an jeder Punkt doppelt. Ja. Die Welt ist digital, aber wie viele E-Mails werden täglich weltweit versendet? Oh Gott. Also wenn man jetzt mit die Prostituierten mit Spam-E-Mails. Denkt, wenn man Prostituierte mitzählt, mit die Angebote bekommen und darüber ihre Kontakte anschreiben. Wie viele Mails werden täglich versendet? Mails? Ja. Wenn jeder Mensch eine E-Mail schreibt pro Tag. Junge, da so manche Leute leben echt in die haben gar kein Handy oder so. Juli, das kennt man nicht. Manche Leute sind Kinder und so. Hä? Omas wissen nicht, wie man E-Mails schreibt. Hat nicht jeder ein iPhone mit 3? 3, 2, 1. Zeigen. Scheiße. 250 Millionen. Ich hab 100 Millionen. 1,41 Milliarden. Was hast du? 250 Millionen. Ich hab 100 Millionen. Punkt für Theo. Über 300 Milliarden. Boah. Nein, pro Tag? Spam-Mails, alles automatische Mails. Ja, das sind ja keine. Das werden nicht Mails einfach per Hand, Digga. Oh, jeden Tag gehen zig Pop-Up-Mails von irgendwelchen Marken. Und natürlich auch eine Person schreibt es ja an 50 Leute. 3 zu 3 zu 1. Komm, wenn du jetzt mal richtig hast, ist geil. Boah, Kaffee. Trinkst du Kaffee? Nee, 3 zu 3 zu 2, Digga. Hä? Nee. 3 zu 3 zu 2. 3 zu 3 zu 2. Hast du 2 schon? Ja. Geil. Boah, du kannst jetzt gewinnen. Der trinkt den meisten Kaffee von uns. Ich hab noch 3 Fragen, komm. Kaffee, unser morgendlicher Retter. Aber wie viele Tassen Kaffee werden weltweit pro Tag konsumiert? Oh, Junge, mach doch mal. Aber ist doch geil. Also 3 Milliarden, nee, Frauen trinken. 300 Frauen Milliarden Mails? Frauen wenn trinken die währenddessen auch noch Kaffee trinken. Also es gibt 200 Millionen Prostituierte. Die schreiben 300 Milliarden Mails pro Tag, wenn die jeden Tag noch Kaffee trinken. Wenn die beide Mails schreiben. Wenn die Hälfte davon eine Nachtschicht schiebt, müssen die auf jeden Fall einen Kaffee trinken. Warte mal, sag nochmal, wie viele Tassen Kaffee werden wie am viele Tag? Tassen? Kaffee werden weltweit pro Tag konsumiert. Aber was also Eduard in einem Glas trinken? Wie viel trinkst du? Ja, nein, nicht. Egal, Gläser, Tassen. Also ein so 0,2 zählt das. Aber es gibt auch Kulturen, wo nicht so viel Kaffee trinken. Zum Beispiel Alaska okay. oder also so. Also mein Papa nicht. Trinkt doch, 8 pro Tag. Echt jetzt? Ja. Boah, das ist ja gottlos. Das heißt, wenn jeder 8 pro Tag. Pro Tag. Hör mal, was machst du? Das ist ja voll ekelhaft, dann, wenn die das zuhören. Boah, ist so. Ah, nein. Habt ihr mal einen Podcast mit Nina Schubert gehabt? Nee, leider nicht. Ach so. Wieso? Er war doch so ein Nina Chuba-Fan. Vielleicht wollte er die Spucke von ihr. Aber der Junge ist jetzt vergeben. Schreib auf. Ach so, ja. Habt ihr alle was? Oder noch nicht? So noch nicht? Okay. Ich habe es schon aufgeschrieben. Ihr dürft nichts mehr schreiben. Ihr habt schon geguckt. Ich habe da nur geguckt. Ich habe da schon aufgeschrieben. 3, 2, 1, zeigen. 800 Millionen. 10 Mio. Was hast du? 2,91 Milliarden. Die Antwort ist über 2 Milliarden Tassen Kaffee. Punkt für Theo. Was ist das denn, Digga? Denk mal nach, Digga. Sagen wir mal, du trinkst 8 Kaffeetassen und jemand anderes 0. Dann ist die Hälfte 4. Also mal 8 Milliarden. Immer noch ganz schnell weiter. Mal Pi.
Und ganz schnell noch. Umkreis. Zwei noch. Zwei ja, noch. Komm, komm, okay, ich hab 6 Punkte. Die Ozeane bedecken unseren Planeten, aber wie viel Prozent der Erdoberfläche bedecken sie? Was? Sag nochmal. Also wie viel Prozent ist Ozean auf der ganzen Welt? Genaue Prozentzahl. 3, 2, 1. 72. Halt mal. Ach Mann. Dann kriegen wir die beide. Die Antwort ist 71. Dann kriegen wir die beide. Ihr kriegt jetzt eine Stechenfrage. Okay. Wer die richtig beantwortet. Das wäre cool gewesen, weil ich wollte eigentlich 70% schreiben. Da hätten wir genau in der Mitte. Ja, ja. Wer jetzt richtig beantwortet, kriegt Apfelschorle plus die Freundin des anderen. Frage. Musik in unseren Ohren. Aber ja, verliere ich extra. Wie viele Songs hat Spotify in seiner Bibliothek? Sag nochmal. Wie viele Songs gibt es auf Spotify? Insgesamt. Also wenn ich jetzt auch richtig tippe, dann habe ich ja Ausgleich dann geschafft. Dann kriegst du beide Freundinnen. Für eine Nacht. Habt ihr alle aufgeschrieben? Ja. 3, 2, 1. 1 Milliarde. Du bist raus. Über 70 Millionen. Digga, Juliet gewonnen. Mal ja, zu wenig. Weil das habe ich letztens auch gehört. Weil wir haben auch gerechnet, dass jeder Song... Ist echt wenig, ne? So, schön, dass es jetzt unentschieden ist. Jetzt sind wir alle gleich dumm und ja, schlau. 60, 70 Millionen. Aber dann lass doch darauf einigen ohne Stechen. Heute gewinnen einfach alle. Sind 3 Apfelschorlen drin, jeder kriegt eine. Jeder darf jede Freundin einmal. Ey, richtig geil gewesen. Cool, danke, Cenk. Die letzte Info, die ich schon noch hätte an euch. Wusstet ihr, dass der Anzeigenhauptmeister es nach Berlin geschafft hat? Und er hat sich nicht einfach hergeschafft, er hat sich nach Neukölln getraut. Dass der nicht aufs Maul bekommen. Und ich krieg die ganze Zeit nur Videos auf die For You-Page, wo er so von Leuten angesprochen wird. Ne? Ja. Leute lieben den. Das muss doch wirklich eine Frage der Zeit sein. War da nicht eine Nachricht, dass das schon passiert ist, dass er gepackt wurde? Ja, einmal, aber das war anscheinend nicht so schlimm. Aber ich glaube, der ist legit einer der meist bekannten Menschen in Deutschland gerade. Safe, ja. Neben Theo. So, und es hilft auch nicht, dass der einen fetten orangen Anzug anhat. Und da nee, das hilft nicht. Nee. Aber, oh, Junge, auf das tut mir halt auch so leid, weil der hat offensichtlich, ich glaube, der ist halt irgendwie for real irgendwo autistisch. Ja, und aus irgendeinem Grund versteht er halt nicht, dass er gerade echt viel riskiert, dass er wirklich nur auf die falsche Person treffen muss. Weil stell dir mal vor, hier müssen wir ja kurz Real Talk machen, alle sind hier in der Lage, wenn wir ein 20-Euro-Ticket bekommen, tut es uns nicht so weh. Aber erinnert euch, okay, du warst schon immer reich, dir wird das nicht sagen, aber 20 wenn, Euro du, sind wenn du so Student bist oder so, 20 Euro Strafe zu bezahlen ja, oder 50 scheiße. Euro, das tut so weh, das kann dir wirklich den ganzen Tag oder ganze Woche richtig kaputt machen, wenn du übel wenig Geld gerade zur Verfügung hast. Wenn du eine ganze Familie ernähren musst. Und dann stell dir mal vor, du bist gerade zur Arbeit auch noch gefahren, willst gerade irgendwie deine mickrigen Kröten verdienen, bei deinem Aushilfsjob neben deinem Studium. Und dann musst du dich kurz irgendwo scheiße hinstellen, hoffst darauf vielleicht, dass ein Miles dann da irgendwie, weil du sonst zu spät gekommen wärst mit der Bahn, weil die gerade streikt, hoffst, dass das Miles-Auto schnell genug irgendwie weggenommen wird, wird es aber nicht, Ordnungsamt ist da schneller da, kriegst vielleicht 50 Euro Strafe und das ist so ein Abfuck und die Person, die schuld daran ist, dass du die 50 Euro bekommen hast, ist dann dieser Typ. Ja. Das würde mich so aufregen. Ich würde, glaube ich, wirklich, ich glaube halt nicht, weil ich bin vernünftig genug zu wissen, dass eine Anzeige mir dann noch mehr Kopfschmerzen bereiten würde. Aber in so einer Impulsivsituation, ja. Ja, safe. Krass, dass ihm noch nichts passiert ist. Irgendwie. Ja, also es ist noch nichts ernst passiert, aber der muss echt ein bisschen achtsam sein, weil das, was er macht, verärgert sehr schnell Menschen und kann die echt hart treffen. Ja, ja, safe. Ja. Also nur das Beste, Bruder, aber pass nee, auf. Nee, ich weiß nicht, irgendwie. Ist schon dangerous. Also die Mutter meinte also auch in unserem Artikel, die wurde interviewt, dass sie ihn immer im Flur schon pennt und wartet, bis er nach Hause kommt, voll Angst um ihn hat, dass er früher viel gemobbt worden ist, hat sie dann gesagt und er das jetzt, glaube ich, so halt wieder so ein bisschen, sich so selber seine Machtposition jetzt so, ja, weil aber er das ich früher nie hatte. Leute aufschreiben und so, das ist so Stasi-mäßig irgendwie. Ich finde das ein bisschen, ich finde schon sehr scheiße, Leute anzukreiden. Irgendwie. Also das ist offensichtlich so, denkt eigentlich, er nicht. Eigentlich, der wäre halt safe Stasi gewesen damals und das ist eigentlich das ist scheiße. Offensichtlich denkt er halt nicht wie normale Menschen, also irgendwas ist ja da bei ihm. Ja. Und das tut mir dann auch zwar leid, wenn er das irgendwie, wenn er irgendwas nicht Klick macht bei ihm, aber ich denke mir halt auch, wenn deine Mom dir schon die ganze Zeit Druck macht, dass du bitte das sein lassen sollst und die ganze Welt, ganz Deutschland macht dir Druck, dass du aufhören solltest damit. Ich weiß nicht, ob er dann vielleicht gerade durch diese Aufmerksamkeit das Gefühl bekommt, dass es richtig ist, was er macht. Weil viele vielleicht, also keine Ahnung, wenn der Stern TV kommt und mit dir eine kleine Reportage drehen will, kriegst du ja wahrscheinlich auch ein bisschen Geld dafür. So ein bisschen. Ja, ich glaube nicht, so viel ist das. Irgendwie wurde mal gesagt, Reporter dürfen kein Geld zahlen an niemanden, weil sonst ist das ja, sonst hast du ja eine Motivation, Falschaussagen zu treffen. So. Sozusagen, Reporter dürfen nie bezahlen, weil das muss immer neutral und aus eigener
so Initiative kommen. Interesting. Aufwandsentschädigung oder so. Ja, vielleicht kriegt der schon da so ein Doku-Teil. Was aber. Dann würde sich nicht lohnen. Also Quellen darfst du nicht bezahlen eigentlich. Ja, hoffen wir mal, denen geht's gut einfach. Ja, wenigstens das. Und hoffen wir mal. Hoffen wir mal, er hört auf damit. Er hört auf und ihm geht's gut. Genau, das wäre schön. Ja. Und er findet ein neues Hobby, was einfach ihm gut tut und anderen Leuten nicht schadet. Ja. Genau. Stell vor, der würde TikTok oder machen. Er meldet sich einfach, macht eine Ausbildung zum Ordnungsamtbeamten. Das denke ich mir, stellen wir eh die ganze Zeit schon vor, dass er das einfach macht. Ordnungsamt. Ja. Genau, Ems Ordnungsämtler. Genau. Ämtler. Dann würde ich sagen, das ist doch eine schöne Message am Ende. Hoffen wir mal, der findet einfach einen Job bei der Polizei oder so auch vielleicht. Ordnungsamt, Polizei, was auch immer. Oder bei der Polizei. Polizei, wünsche mir nur das Beste. Message müsst ihr eh nicht mehr sagen, bei dieser 10.000. Ja, stimmt. Dann danke fürs Zuhören, lasst 5 Sterne da. Ja, Like auf YouTube da, folgt uns auf Instagram und sonst noch was? So, ihr geht jetzt bald zu euren Freundinnen und dann... Macht die...